Meine AFOS-Members und Twitch-Watchers. Ja, dieses Mal bist du pünktlich da, Blackberry. So. Wie immer, falls es nicht weißt, DDRC Plus. Muss ich mir erzählen. Letztes Mal waren wir bei. Wo waren wir das letzte Mal? Das letzte Mal waren wir bei Hirn. Wochenende Miori treffen. Außerdem das erste, was ich auch gleich mache, ist auf Deutsch zu ändern. Weil, hey, Deutsch. So. Spiel laden. So. Und ja. Das war eigentlich alles. So. Als ich meinem Haus nähere, sehe ich etwas, was mir einen kleinen Panikanfall verursacht. Warten. Juri? Ah. Würde ich auch machen. Ah. Dem Himmel sei Dank. Du bist etwas zu früh. Tut mir leid, dass ich noch nicht hier war. Wartest du schon lange? Nein, ich bin gerade erst gekommen. You can interpret this sentence however you want. But as I know... Wenn ich das sehe, dann denke ich mir, ja, du legst das nur. Du legst das. Ich sag dazu nur, Data Life. Warte, wirklich, Data Life. Ich sag wirklich. Jo, Hauptcharakter hat ein Date mit drei Mädels. Alle drei sagen, ja, ich bin gerade erst hergekommen. Während man natürlich sieht, ja, da ist sogar eine sogar, als er beim allerersten Date war, obwohl das eigentlich für das
Obwohl das das dritte Date geplant ist. Eigentlich das zweite. Ja. Anyway. Aber ich wurde schon ein wenig nervös, als niemand auf meine Klingeln reagiert hat. Du hättest mir ja schreiben können. Ich hätte dich beruhigt und wäre schnell nach Hause gekommen, wenn ich davon gewusst hätte. Nope, I would probably even stay at Sayori's. Ah, ja, das stimmt wohl. Aus irgendeinem Grund habe ich nicht dran gedacht. Das wäre wohl die vernünftige Option gewesen. Wie auch immer, gehen wir hinein. Du hast ja ganz schön viel Zeug mitgebracht. Das stimmt. Und könntest du alles finden, worum ich dich gebeten hatte? Ja, so ziemlich. Zumindest hoffe ich, all die richtigen Sachen gekauft zu haben. Das hast du bestimmt. Ich gehe mit Yuri auf mein Zimmer. Sofort schaut sie sich neugierig um, was mich ziemlich nervös macht. Es ist so aufgeräumt. Das habe ich vorher noch schnell erledigt. Das ist sehr aufmerksam von dir. Nein. Es wäre mir total peinlich, wenn in meinem Zimmer Chaos herrschen würde, wenn du hier bist. Tja, ich räume eigentlich gerne auf. Ich hätte dir helfen können. Ich glaube, das wäre dann noch peinlicher gewesen. Halt! Nicht da hineinschauen! Ich ziehe Yuris Handgelenk von meiner Tischschublade weg, die sie gerade öffnen wollte. Where's the porn, by the way? Where's the adult thing, by the way? I just wonder. Can you find the place where the main character could have hidden the adult thing? Because I don't see anything. Entschuldige. Ich habe irgendwie nicht nachgedacht. Ich war kurz weggetreten. Ist schon okay, wirklich. Ich lasse Joris Handgelenk wieder los. Und hi, Tremi. Wie geht's dir? Hoffentlich hattest du einen wunderschönen Abend, weil ich spiele jetzt die DLC Plus auf Deutsch und hilf mir, weil Yuri. Und falls du es nicht bemerkt hast, hey, deutsche Streams mache ich jetzt seit 2 Monaten, 3 Monaten, 3 Monaten. Oder 2 Monaten mache ich das schon. What? Nice. Anyway, sie legt beide Hände in ihren Schoß, als wolle sie sicherstellen, nicht die Kontrolle über sie zu verlieren. Also, sollen wir loslegen? Ja. Ich habe einige Dinge geplant, bei denen du mir helfen kannst. Kann ich auch irgendwie verstehen. Ich meine, was bei mir so alles passiert ist in den letzten 2 Monaten. Yesterday was my last day at work. Just yay. And I have to find a new work. A new job. Eine andere Sache möchte ich noch kurz anmerken. Ich habe witzigerweise auf YouTube heute ein... Warte, was? Also, wegen dem Job, Kurzfassung, es gab zu wenig Arbeit. Und zu wenig Arbeit heißt wenig Geld verdienen und wenig Geld verdienen heißt irgendwie mehr Geld bekommen. Und deswegen, ja. Und das mit 2v2t habe ich gesehen. Nee, Kurzarbeit, nein. Und ja, wegen 2v2t. Eine Frage. Hattest du ein paar Probleme, während du drauf warst? Vielleicht, weil ich habe da so im Hintergrund was laufen. 2 Sachen, die ich nicht gerne eingehen möchte.
Und für jeden anderen, der gerne wissen will, was 2v2t ist, einfach auf 2v2t.org gehen und dann steht da eh alles. Ah, gut, gut. Dann bin ich erleichtert. And continuing. Dekorationen und Verbesserungen des Ambients. Verbesserung des Ambients? Weißt du, stimmungsvolle Beleuchtung, aromatische Kerzen. Ah, okay, okay. Gut, das ist dann eh okay. Solange keine Lags auftreten, ist, wie gesagt, ist eh alles okay. Hab ja auch einen Betreiber genommen, der angeblich auch sehr gut ist für sowas. Also der ist kein kompletter Minecraft-Hoster, sondern wirklich ein Server-Hoster. Und man kann ja Minecraft aufrennen lassen. Und ja. Also ich habe da zuletzt, eigentlich vor ein paar Monaten habe ich da letzt drauf gespielt. Ich spiele hin und wieder mal auf 2v2t drauf. Aber nur grundsätzlich, um weiter weg zu gehen, weil, hey, wenn du so circa 3 Millionen Blöcke Radius vom Spawn hast, frei, warum tust du dir das nicht nehmen? Auf einen, der leider für VTuber ist. Also, falls du irgendwann VTuber werden willst oder wieder werden möchtest, kannst du dann gerne drauf kommen. Du müsstest nur einen bestimmten Server joinen, also einen bestimmten Discord-Server joinen, nicht meinen. Und ja. Nice. Habe ich auch gesehen. Ja, 2v2t ist, obwohl eigentlich ist das ja ein VTuber-Server, theoretisch, er ist auch gleichzeitig für die für den VTuber, deren Community auch gemacht worden. Und auf den ich ja regelmäßig streame, das ist wirklich nur für VTuber. Anyway, continuing. Oh, wow. Ja, werde ich dann. Ich hatte gar keine Ahnung, dass du so schwere Geschütze auffahren willst. Out of context, ist es weird? Am meisten schwere Geschütze. Anyway. Natürlich. Ich will unsere Besucher an einem weit entfernten Ort entführen. By the way, Yuri is confirmed Yandere. Möchte ich wirklich nur hier sagen. Obwohl viele wohl schon aus reiner Neugier vorbeischauen werden. Ja, okay. Kannst die mit. Ist okay im Log. Ja. Wenn du im Log bist, ist alles okay. Warum? Why? Also, why wegen mir? Weil ich. Ja. Viel Spaß im Log, Tremi. Und wegen der Cupcakes, schätze ich. Ich bin fest dazu entschlossen, unsere Gästen eine Erfahrung zu bieten, von der sie nicht genug bekommen können. Das ist großartig. Man vergisst so schnell, dass du ein recht intensive Person bist. Okay. Ah. Intensiv? So lässt sich das am besten beschreiben. Ist das schlecht? Nein, gar nicht. Yes. With you in context, yes. Es ist sogar etwas, das mir sehr an dir gefällt. No. Nein. Einfach nein. Wirklich? Da
Da bin ich aber erleichtert. Und irgendwie auch glücklich. Ja, kein Grund, nervös zu sein. Entspann dich einfach. Lehn dich zurück und genieße die... Die Show. Entspannen. Ich habe einige Sachen zum Entspannen mitgebracht. Ich wollte sie während der Poesie-Lesung einsetzen. Ach ja, was denn? Dann sehen wir mal. Juri kramt in ihre Tasche. Sie tappert einige Kerzen und ein zylinderförmiges Holzobjekt hervor. That's not the stick. Auf dem Weg hierher habe ich eingekauft. Da habe ich die Sachen jetzt dabei. Ich will die Fenster mit schwarzem Papier abkleben und den Raum mit den Kerzen erleuchten. Denn das dann wäre doch toll, nicht wahr? Das, deutsche Rechtschreibung. Das wäre doch toll, nicht wahr? Ja, das wäre schon echt toll. Ist echt cool. Echt cool. Echt toll. Aber was hat das mit dem Holzding auf sich? Oh, das hier. Das ist ein Diffusor für ätherische Öle. Wie gut kennst du dich mit Aromatherapie aus? Überhaupt gar nicht. Ich hab null Idee. Ah, wirklich? Der Diffuser ist einer meiner Lieblingshilfsmittel zum Erschaffen eines positiven Ambientes. Nur durch die Auswahl der Öle oder Kräuter kannst du die Stimmung im Raum verändern. Von normalen Jungs im Zimmer zu... Oh boy, it's getting hot in here. Was fängt der aus jetzt? Man fühlt sich ja regelrecht durch den Körper... What? Man fühlt sich regelrecht durch den Körper strömen. That is not German. That is butchered. Man fühlt sich regelrecht durch den Körper beführt. I will not go to the English. Nope. Entspannung, positive Energie, Romantik, Besinnung. Es ist fast wie Magie. Juri nimmt den Zylinder und schaltet ihn an der Unterseite ein. Kurz darauf wird ein dünner Dampfstrahl aus der kleinen Öffnung an der Spitze geblasen. Wow, das riecht großartig. Für was für eine Art Stimmung ist das gedacht? Das hier ist ein ätherisches Jasminöl. Jasmin ist auch so ein Aphrodisiakum. Also Aphrodisiakum. Oder mit anderen Worten. It's getting hot in here. Es duftet süßlich und blumig, nicht wahr? Ja, das beschreibt es recht gut. Ich habe für die Veranstaltung Jasmin gewählt, da es nicht nur für Entspannung sorgt. Jasmin versteckt deine Gefühle und du spürst, wie sie durch deinen Körper strömen. That is good, German. Also, it's getting hot in here. So thank you, long ago. Sorry. Es tut mir wirklich leid. In dir macht sich eine Wärme brennen und dein Herz schlägt schneller. Yes. Findest du nicht auch, dass sich dieser Zustand perfekt für die Präsentation unserer Gedichte eignet? Yes. You have a lot of literature, poets and horny. Especially horny. Everybody's horny. Are you horny? Are you horny? Anyway. Ja, das könnte passen. Aber du scheinst sehr viel darüber zu wissen. Daher vertraue ich voll und ganz auf deine Erfahrung. Ja. Okay. Ah ja, stimmt. Da fällt mir gerade ein. Ich habe komplett vergessen, das zu starten. Und zwar, für die nächsten 30 Tage habt ihr nämlich Zeit, nämlich eine kleine Challenge zu machen. Also, ich glaube, es erklärt alles sehr gut.
Und für alle, die es nicht wissen, oh boy, don't. Juri lächelt sanft, sichtlich genießend. Natürlich. Natürlich. Sie greift erneut in ihre Tasche und zieht mehrere Rollen aus dünnem Schleifenband heraus. Wofür sind die denn? Nun, hast du das Origami-Papier gekauft, um das ich dich gebeten hatte? Ja, es ist hier. Wir werden damit keine Origami-Figuren falten. Oh. Warum nicht? Ich will lieber auf jedes Papierstück ein anderes Wort schreiben. Wir werden so ungefähr 100 davon brauchen. What the? Ach ja. Wofür werden die dann verwendet? Wir werden das Schleifband zerschneiden und die einzelnen Bänder vom Türrahmen im Klassenzimmer hängen. Dann können wir die Papierstücke an den Bändern befestigen und so einen Vorhang daraus basteln. Oh. Wäre das nicht wunderschön? Würde allen, die dann am Klassenzimmer vorbeilaufen, sofort ins Auge fallen. Möglicherweise wirft der ein oder andere dann auch einen Blick hinein. Das ist sehr kreativ. Ich hatte ja gar keine Ahnung, dass du so gut da bist, Juri. Oh, wirklich? Ja, ich werde wohl manchmal etwas intensiv, wie du es formuliert hast. Juri kichert leicht errötet. Kommt mir das nur so vor, oder ist sie viel entspannter, wenn nur wir zwei zusammen sind? Maybe it's the Jasmine. Oder möglicherweise ist sie so. Ist sie so begeistert, weil sie etwas mit jemandem teilen kann, was ihr Freude macht. Nope, it's the Jasmine. It's the. Oh. Hier ist ein Filzstift, Roman. Du kannst schreiben, was du willst. I like Monica and not Juri. What? Ich werde dir helfen, sobald ich alle Blender zugeschnitten hatte. Aber. Ah, in Ordnung. Auf dem Boden sitzend machen wir uns an die Arbeit. Ich kämpfe etwas mit meiner schlechten Handschrift, aber bemühe mich sorgfältig, einen anderen Begriff auf jedes Papierstück zu schreiben. Juri wickelt ein langes Stück des roten Schleifenbands in der gewünschten Länge ab. Dann greift sie erneut in die Tasche und holt ein Taschenmesser hervor. By the way, she has a knife collection, which is one of the many reasons I don't like her. Continuing. Das Messer ist eigenartig schön. And sharp. In den silbernen Griff ist ein verschachteltes Wellenmuster geätzt. Die Klinge selbst hat einen leichten Blauschimmer. Das ist kein gewöhnliches Taschenmesser. Es sieht sehr edel aus. Ah, nun. Juri blickt verlegen zur Seite. Was ist? Du wirst das bestimmt merkwürdig finden. Juri, was es auch ist, mir steht kein Urteil darüber zu. Wieder so wie er mag, nicht wahr? Wenn du mir versprichst, jetzt nicht durchzudringen. Ja, ich verspreche es. Also gut. Es ist nämlich so, dass ich auf dem Messer stehe. Boy, you're horny about knives. Understandable. Have a good day and get out of my house, please. Sind einfach so hübsch. Ich kann einfach nicht anders. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht die Kombination aus Handwerkskunst und einem Gefühl der Gefahr. Oh, was rede ich da nur? Ich gehe jetzt deswegen nicht, dass ich seltsam bin. Du lachst mich aus. Nein, das tue ich nicht. Yes, I do. Aha! Es ist nur lustig, wie nervös du dabei bist, mir davon zu erzählen. Es ist, tja, ein interessantes Hobby. I mean, yeah, but... Oh, no. Aber ich finde, dass es zu dir passt. Ja. Yeah. Mir passt. Ja, es ist irgendwie intensiv.
Davon abgesehen, ist das ein echt cooles Messer. Das lässt sich nicht leugnen. Nicht wahr? Ihr entspannt sich wieder. Möchtest du es einmal in die Hand nehmen? Ja, ich sehe es mir gerne einmal an. Ihr reicht mir vorsichtig das Messer mit dem Griff zu mir gerichtet. Ich nehme es ihr ab und drehe es in meinen Händen. Es fühlt sich schwer und sehr solide an. Wo bekommt man überhaupt so ein Messer? Im Messershop? Ich drücke meinen Zeigefinger auf die Messerspitze, um die Schärfe zu testen. Oh. Aua. Oh Mann. Warum in aller Welt hast du das getan? Ich hatte nicht erwartet, dass es so scharf ist. Genauso wie Monika. You expected me to say Yuri, but nope. Ich habe es hier kaum berührt. Das ist meine Schuld. Ich hätte dich warnen sollen. Das Messer ist extrem scharf. I will not repeat my joke. Thank you very much. Er schneidet durch die Haut, als wäre es Papier. Oh nein. Ein kleiner Blutstropfen läuft an meinem Finger hinab. Jure nimmt meine Hand und inspiziert die Wunde näher. Ah. Sie starrt sie sehr genau an und ist sichtlich unruhig. Weil du kein Blut sehen kannst, wasche ich es lieber sofort ab. Ah! Ohne Vorwarnung steckt Jure meinen Finger in ihren Mund und leckt ihn ab. As I said, somebody's getting horny. It's getting hot in here. So take up all your gas. Ich fühle, wie ihre Zunge um meinen Finger fährt. Ah, na. No. Überrascht ziehe ich instinktiv meine Hand zurück. I mean, yes. Just, what? Why? Oh, bitte verzeiht mir. Ich habe nicht nachgedacht. And please shut off the Jasmine, and open the windows, please. Ich. Juri senkt ihren Kopf. Ihr Gesicht ist dunkelrot. Juri? Das ist das Peinlichste, was ich je getan habe. Wie konnte ich nur so etwas tun? Tut mir leid. Nun, es war schon etwas seltsam und hat mich kalt erwischt. Aber ich nehme an, dass sie nur helfen wollte, oder? She was horny and wanted some blood. I'm not gonna ask what this is, but okay. Und schön zu hören. Dann wirst du auf Vitality dann sehr gerne willkommen, weil either you're horny or not horny on there. But mostly it's horny. It's too much horny. But we are all people of culture. Or beings of culture. Yeah, beings of culture. Juri, du reagierst etwas über... Juri hebt den Kopf nicht. Was, wenn sie sich für den Rest des Nachmittags nicht davon erholt? Also gut, weißt du was? Das mag eine total blöde Idee sein, aber ich tue es trotzdem. Es ist eine totale blöde Idee und du solltest es nicht machen. Nicht tun. Ich nehme Juris Hand und lecke im Gegenzug ihren Zeigefinger ab. Was habe ich eben gerade gesagt? Don't. Oh Mann. Hast du das wirklich gerade getan? Jetzt sind wir gut. Juri sieht mich anklagend an. Ich wusste, dass das eine blöde Idee war. No fish, Sherlock.
Würden wir nicht von dem sanften Nebel des Jasminsöl umhüllt werden, hätte man die Luft zwischen uns schneiden können. Yes, especially because this is some poem. Du bist so eigenartig, Roman. Juri lächelt verlegen. Juri bezeichnet mich als seltsam. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Wo sind deine Pflaster? Ich glaube, dass ich überhaupt keines brauche. Es ist nur ein winziger Schnitt. Schau, es blutet schon nicht mehr. Verstehe. Da bin ich erleichtert. Die Spannung zwischen uns löst sich schnell auf. Ja. Wir machen uns weiter an unsere Aufgaben. Ich beobachte, wie Juri mit dem Messer durch das Streifenband schneidet, als sei es Luft. In der Zwischenzeit mache ich Fortschritte mit den Papierstücken. 20 minutes later. Nachdem wir das letzte Papierstück an einem Band befestigt haben, breiten wir sie alle nebeneinander aus. Es sieht besser aus als gedacht und wir als Türwagenhang sicher ein Kinggucker sein. Es sieht toll aus. Das war eine echt tolle Idee, Juri. Danke. Ehrlich gesagt, habe ich das online gelesen. Bist du bereit für die nächste Aufgabe? Ja, gehen wir es an. Was hast du geplant? Ich würde gerne ein Banner machen. Darum hätte ich dich gebeten, die Farbtabletten zu kaufen. Ah, stimmt. Zu den Dingen, die ich für Juri kaufen sollte, zählt auch ein Satz Wasserfarbtabletten. Wir brauchen 6 Becher Wasser, in denen wir je eine Tablette geben. Könntest du die wohl für uns holen? Natürlich. 6 Becher. Just need to check something, by the way. 6 Becher mit Wasser. Ich bin gleich wieder zurück. Vielen Dank. Oh, es reicht nur ein wenig was in jedem Becher. Wenn zu viel Wasser im Becher ist, werden die Farben zu wässrig. Juris Rat befolgend entscheide ich mich für einen kleinen Becher aus dem Badezimmer und nicht für die regulären Gläser. Ich stelle sie auf einen Teller, um versehentlich verschütteten Farbe aufzufangen und bringe alle zurück in mein Zimmer. Juri? Ja? Ich sehe gerade noch, wie Juri ihren Ärmel wiederholen und rollt und ihn über ihren Arm zieht. I just wonder what this could mean. I mean, ich weiß ja nicht so, aber Mensch mit vielen Messern und Arm runterrollen. And I know enough about this game already. I played the original, so. Nothing more to add there. Nichts. Ihr Gesicht ist etwas gerötet. Ist es dir hier zu heiß oder so? Ah, nein, gar nicht. Alles ist in Ordnung, also lass uns die Farben mischen. Juri übergeht schnell meine Frage und packt die Tabletten aus, die sie einzeln in die jeweiligen Becher gibt. Also, ich dachte mir, dass wir uns für etwas Einfaches entscheiden, das nett aussieht. Ich würde gerne einen Farbverlauf malen, der das ganze Banner bedeckt. Angefangen mit den Farben des Sonnenaufgangs, dann des Tags, des Sonnenuntergangs und schließlich der Nacht. Sobald es dann getrocknet ist, schreibe ich einen motivierten Spruch auf das Banner. Wir können es dann von dem Klassenzimmer an die Wand hinter dem Podium hängen. Ah, cool. Was willst du denn schreiben? Nun, es macht mehr Spaß, wenn das eine Überraschung bleibt. Juri lächelt mich an. Wenn du meinst. Nachdem wir das Banner ausgerollt haben, knien sich Juri und ich an den entgegenseitigen Seiten nieder, um uns nicht in die Quere zu kommen. Mit einem Pinsel trägt Juri ein paar unterschiedlichen Farbtupfer auf, die uns beim Malen als Orientierungspunkte dienen sollen. Irgendwie erinnert mich das an die Grundschule. Ein Banner mit Wasserfarben zu bemalen, ähnelt sehr an den Projekten, die wir damals im Kunstunterricht hatten. Es ist entspannend. Ah,
tut mir leid, wenn das zu kindisch ist. Nein, das, so habe ich das gar nicht gemeint. Es macht irgendwie Spaß, weißt du? Ja, es macht Spaß. Ich bin froh, dass du das auch findest. Juri hält kurz beim Malen inne und überlegt. Was mich betrifft, ich muss nicht ausgehen und verrückte Dinge machen, um Spaß zu haben. Ehrlich gesagt will ich das auch überhaupt nicht. Ich mag es am liebsten, wenn ich Zeit mit einer anderen Person verbringen kann. I hate to bring it to you, but I have, but me and Juri are, we could be good together, but I don't like this thought. That's the problem. Auch wenn es nur etwas ganz Banales wie Lesen ist, wir müssen ja nicht mal viel reden. Alles fühlt sich einfach besser, wenn man einfach nur einen Freund an seiner Seite hat. Mehr brauche ich gar nicht, um glücklich zu sein. Echt jetzt? Obwohl Juri und ich recht verschieden sind, verstehe ich doch, was sie damit meint. Mir geht es beim Spielen und an mir so, wo es einen schon glücklich machen kann, das Erlebnis einfach mit jemand anderem zu teilen. The same with you, Tobin. Ich glaube, mir geht es da ähnlich. Juri lächelt sanft. Ich wusste, dass du das verstehen würdest. Juri beugt sich über das Banner, um sich einen unbenutzten Pinsel zu nehmen. Zufälligerweise mache ich genau das dieselbe Bewegung, wodurch unsere Köpfe gegeneinander schlagen. Kreisch! Why? Wait. So, why did you just say screech? Because, nein. Einfach nur nein. Entschuldigung. Jochen taumelt zurück und ich reiße völlig überrascht meine Hände hoch. Hui! Bist du verletzt? Nein, es ist alles in Ordnung. Es hat mich nur erschreckt, mehr nicht. Tut mir leid, ich hätte dich bitten sollen, ihn mir zu geben. Es ist nicht deine Schuld. Ah, dein Gesicht. Auf Juris Gesicht und Hals sind mehrere Farbspritzer. Ich hoffe, es ist nicht weiße Farbe, weil sonst kann man das sehr schlecht verstehen. Ist da etwas auf meinem Gesicht? Ja, dein Gesicht. Ja, ich hab dich versehentlich mit Farbe beschmiert, unversehentlich. Amen. Tut mir echt leid, das ist meine Schuld. Ich werde sofort ein Handtuch holen. Ich renne hinaus und hole ein kleines Handtuch, das ich dann mit heißem Wasser befeuchte. Ich gehe in mein Zimmer zurück und knie mich wieder vor sie. Hier. Ich streiche mit meiner Hand, mit dem Handtuch über Juris Gesicht und ihren Hals. Ah! Stimmt etwas nicht? Es ist heiß. Das ist etwas unerwartet. Entschuldigung, ich wollte kein kaltes Wasser verwenden. Nachdem ich fertig bin, ziehe ich langsam meine Hand zurück. Doch plötzlich hält Juri mein Handgelenk fest. Warte. No, noch ein bisschen länger. Es fühlt sich sehr schön an. As I said, Jasmine makes people horny. What? Ich lasse meine Hand auf Juris Hals ruhen. Sie blickt mir in die Augen. Hi. Es ist derselbe eindringliche Blick, den ich bei ihr schon beim Lesen eines Buches beobachtet habe. Fast scheint sie sich in einer Trance zu finden, umhüllt von ihren eigenen Gedanken. Sie atmet sanft durch halb geöffnete Lippen. Was geschieht hier? What? You're horny, she's horny, we both are horny, what? Verursacht das Aroma des Jasminsöl bei mir dieses schöne Gefühl? Yes. Juris sanfte Finger auf meinem Handgelenk senden ein aufregendes Kribbeln durch meinen Arm. Und plötzlich ist ihr Gesicht viel näher an meinem, als noch vor einem Augenblick. Oh, you're gonna kiss her? Nope.
Ihre Weichen langsam drücken. Entschuldigung. Ich fühle mich heute etwas benommen. Ich wollte nicht so umnebelt sein. Ist schon gut. Herbei. Der Moment war so schnell wieder vorbei, wie er begonnen hat. Also, the Jasmine is now over. Juri nimmt sich wieder ihren Pinsel. Aber ihre Bewegungen scheinen etwas ungenauer, als könnte sie sich nur schwer konzentrieren. Well, guess why? Ich sage nichts dazu gezwungen, das gerade Vorgefallene zu vergessen. Nehme mir widerwillig meinen eigenen Pinsel und folge Juris Beispiel. Das sollte reichen. Ich bringe noch die letzten weißen Tupfen an, die auf den Nachthimmel die Sterne repräsentieren sollen. Im Ganzen betrachtet wirkt das Banner sehr hübsch und so unnatürlich. Das Resultat ist besser als erwartet. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ja, ich auch. Willst du jetzt den Text drauf schreiben? Noch nicht. Es muss erst noch trocknen. Das stimmt, aber wird das nicht eine ganze Weile dauern? Nun, vielleicht wäre es am besten, wenn ich es hier lasse. Und du bringst es morgen mit. Ich kann den Text auch vor Beginn der Veranstaltung aufmalen. Wäre das nicht okay? Ja, kein Problem. Wunderbar. Wenn das so ist, dann hätten wir alles erledigt. Oh. Du sagst, dass du froh darüber, dass es vorbei ist. Yes, I am. Habe ich mich in der Annahme geirrt, dass es dir nicht wenigstens ein bisschen Spaß gemacht hat? Well, we drew some stuff, we write some stuff, we got horny. My only thing is, es wäre okay gewesen, wenn es nicht Juri gewesen wäre. Das ist das Einzige. Nein, das ist es nicht. Ich bin froh darüber, dass wir alles geschafft haben. Ich verstehe. Ich auch. Ich hätte mir etwas Sorgen wegen der Zeit gemacht. Ich muss bald das Abendessen vorbereiten. Dann hast du jetzt keine Zeit mehr. Ich hatte insgeheim gehofft, dass wir hinterher noch etwas Zeit zusammen hätten. Doof. The Jasmine, please. Nun. Juri denkt nach. Es wäre zu unverantwortlich, noch länger zu warten. Es tut mir leid. Ich hätte auch gehofft, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Das ist vermutlich meine Schuld. Tut mir leid, dass ich so langsam arbeite. Nein, es ist überhaupt nicht deine Schuld. Und am allerwichtigsten ist doch, dass wir mit allen fertig sind, oder? Ja. Also, ich sollte nicht enttäuscht oder so sein. Juri packt ihre Sachen zusammen und wirkt dabei recht bedrückt. She wanted to do the horny. Ich verstehe den Grund. Ja, also wanted to do the horny. Es hörte sich für mich ganz danach an, dass sie nur sehr selten Zeit mit ihren Freunden verbringt und sich etwas entspannen kann. If you have friends overall. Aber das bedeutet ja nicht, dass dies das letzte Mal gewesen sein muss. Well, about that. Als Juri alles eingepackt hat, begleite ich sie vor zur Tür. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Gern geschehen. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Sag mir einfach Bescheid, falls ich morgen noch etwas anderes mitbringen soll. Das werde ich. Also dann. Juri steht nervös vor mir. Ja, dann also, wir sehen uns morgen. Warte. Ich sage das, ohne groß nachzudenken. Yes. Die Zeit war heute zwar etwas knapp, aber das ist kein Problem. Wir können das ja einfach wiederholen. Du kannst einfach vorbeikommen, wenn dir danach ist. Oder wir gehen zusammen irgendwo hin. Ich hatte vergessen, dass du ja nicht so gerne ausgehst. Während ich vor mich hin stottere, lächelt mich Juri schüchtern an. Wie dem auch sei, du weißt schon, was ich damit sagen will. Du bist sehr rücksichtsvoll, Roman. Juri geht einen Schritt auf mich zu und drückt dann kurz in meine Hand. Das mag ich an dir. Music, please go away.
Wie bitte soll ich auf so etwas antworten? Well, how about... Aber das Problem löst sich von selbst, als Yuri plötzlich zurückweicht. Sayori? Hallo, Roman. Where's the mythic? Sayori, wir wollten da gerade nicht. Nee, es ist okay, Roman. Ich bin nur hier, um kurz Hallo zu sagen. Tja, es ist schön, dich zu sehen. Tut mir leid, aber ich wollte gerade gehen. Ach, wirklich? Wie schade. Tut mir leid, aber wir sehen uns ja alle morgen beim Festival, so. Das ist doch okay, oder? Natürlich. Sayori strahlt. Like the sun. Oh, my brain. Ja, also, ich sehe dich morgen. Wow, der war fest, der war fest. Sayori ist eindeutig verlegen und eilt davon. Sayori winkt dir zum Abschied nach. Sayori, ich dachte, du wolltest heute nicht vorbeikommen. Also, ich habe versucht, in meinem Zimmer zu bleiben, aber meine Vorstellungskraft ist mir durchgegangen. Daher musste ich herkommen und mich selbst davon überzeugen. Wovon? Wovon redest du? Weißt du, wie viel Spaß du mit Yuri hast und wie nah ihr euch das gekommen seid. Es macht mich sehr glücklich, dass ihr so gute Freunde geworden seid. Das ist mir am allerwichtigsten. Dicke Tränen rollen sich eures Gesicht hinab. Das ist mir am allerwichtigsten. Warum fühle ich mich nur so, Roman? Ich sollte mich doch für dich freuen. Warum habe ich das Gefühl, dass mein Herz zerbricht? Es tut so weh. Alles tut so weh. Es wäre viel einfacher, wenn ich einfach verschwinden könnte. I think that I know where this sentence is in English. And oh boy! Sayori, sag sowas nicht. Es ist so, Roman. Wenn ich nicht hier wäre, dann würdest du nicht dein Mitgefühl an mich verschwenden. Du müsstest dich nicht mit meiner egoistischen Art herumärgern. Monika hatte recht. Ich sollte einfach... Monika? Monika hatte womit recht? Sayori? Es ist wahr, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde das nicht weiter zulassen. Du stellst das als eine Belastung dar, dass ich mich um dich sorge und kümmere, aber das ist es nicht. Es macht mich glücklich und ich möchte es gegen nichts in der Welt austauschen. Auch wenn es ein Leben lang dauert, ich werde so lange an deiner Seite bleiben, bis du keinen Schmerz mehr spürst. Ah, aber... Sayori blickt weg. Ich lege ihr zur Versicherung eine Hand auf die Schulter. Ich habe Angst, Roman. Richtig viel Angst. Wovor hast du Angst, Sayori? Ich habe Angst, dass ich dich möglicherweise mehr mag, als du mich. Sayori? Es stimmt nicht wahr. Ich war schwach und begann, dich viel zu sehr zu mögen. Ich habe mir das selbst eingebrockt. Roman, ich mag dich so sehr, dass ich sterben will. Oh no, this is the sentence. Okay, never mind. So fühle ich mich und... Das ist genug, Sayori. Ich will dir nicht mehr wehtun. Ich streiche Sayoris Hand entlang und drücke ihre Hand in meine. Erinnerst du dich? Yeah, thank you. Danke, Blackberry, für den Help Command. Erinnerst du dich daran, wie ich dir sagte, dass ich immer weiß, was das Beste für dich ist? Glaubst du mir das immer noch? Sayori nickt wortlos. Auch wenn du nicht all deine Gefühle verstehst, ich verstehe sehr wohl, was du jetzt am meisten brauchst. Und das werde ich dir jetzt geben. Sayori. Oh boy! Du wirst mein allerbester Freund sein. Du wirst immer meine allerliebste Freundin sein. Für dich ist es jetzt am wichtigsten, dass die Dinge so sind, wie sie immer waren. Monika hat
mir die Wahrheit erzählt. What? Eigentlich so, what? Wie viel glücklicher du zu sein scheinst, nachdem ich in den Club eingetreten bin. Ich weiß, dass du im Moment mit ziemlich schwierigen Gefühlen trinkst. Eine Frage, Blackberry. Hast du die DLC jemals das Original gespielt? Oder das wenigstens? Weil, I've tried to do something here. Aber bitte vertrau darauf. Okay, gut. Okay, das heißt, du solltest wissen. Es gibt einen Grund, warum ich zufälligerweise. Ja, ist wirklich. Das ist der allererste Safe-Slot, den ich je gemacht habe. Mit dem allerersten Poem-Game. Also Minigame. Und wir sind jetzt hier. Wenn man die DLC gut genug gespielt hat, dann kann man da ein bisschen so 1 und 1 zusammenfügen und man hat 3. Hey, bitte vertrau darauf, dass ich weiß, was das Beste für dich ist und was dich letztendlich glücklich macht. Ich werde ganz sicher dabei helfen, dass alles wieder so wird, wie es war. Ich kann dir mal eine Sache sagen. Ich versuche wirklich, das zu erreichen. Das ist Ende. Und eine witzige Sache muss ich auch noch hinzufügen. Ich weiß vom Originalgame, du kannst bei einem bestimmten Punkt in diesem Durchgang kannst du dafür sorgen, dass du das Ende, was ich erreichen möchte, erreichen kannst. Die Sache ist die. Du musst sehr schnell sein. Also wollte ich ich würde ganz sicher dabei helfen, dass alles wieder so wird, wie so. Also, warte mal. So schnell! Ich verstehe. Harry zwingt sich ein Lächeln ab, aber ihr Gesicht ist immer noch schmerzerfüllt. Fühlen sich so Messerstiche in der Brust an. Frag ihr, Yuri, die weiß davon besser. Ich sollte ein Gedicht darüber schreiben. Oh. Der Yuri? Das ist schon okay. Das ist meine Strafe. Schon vergessen? Weil ich so egoistisch war. Also bitte, mach dir keine Sorgen um diese Blütengefühle. Ich weiß, dass du recht hast. Es war mir die ganze Zeit klar, dass ich auf diese Weise nicht glücklich wurde. Darum bin ich hierher gekommen. Um die wahre Antwort zu bekommen, die ich hören musste. Und wegen der anderen Sache. Du hast doch recht damit, dass ich einfach will, dass alles wieder so ist wie früher. Das habe ich jetzt begriffen. Du kennst mich tatsächlich besser als so jemand Roman. Ich vertraue dir mit allem. Wirklich allem. Also. Endlich beginnt Sayori richtig zu lächeln. Plötzlich dreht sie sich um und fällt auf ihre Knie. I'm sorry. Yeah, that's perfect. Cut and... This is the end. Thank you for watching. Sie schreit so laut, wie sie kann und hält den Kopf dabei in beiden Händen. Ich bin so geschockt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich reagieren soll.
Hack! Sayori wirft mir über ihre Schulter einen Blick zu, lächelt schwach, dreht sich wieder um und rennt davon. Sayori! Bleibe hilflos von meinem Haus zurück. Warum fühle ich mich deswegen so schlecht? Es gibt nichts, was ich noch hätte tun können. Ich kann an diesem Punkt nur für Sayori da sein und ihr helfen, den richtigen Weg für sie zu finden. Aber ich kann Sayoris Gefühle genauso schwer nachvollziehen wie sie, obwohl ich sie trösten kann. Ich frage mich, ob ich mehr tun oder etwas anderes versuchen sollte. Mit diesem Gedanken werde ich mich so lange herumschlagen, bis alles wieder beim Alten ist. I have a bad feeling about this. So, wait a moment. Wir haben ein neues Bild. So. Was haben wir einmal? Schaff sind wir das Protagonisten. Nichts hier. Schön. Schön zu wissen, dass es hier nichts gibt. Gibt's hier irgendwas? Nein. So. Anyway. Obwohl, wie wär's mit deiner kleinen Pause, okay? Weil. So, Spiel an. So, also. Kleine Pause hier und. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. And we recorded the musical video with Monika's lyrics and Netsky's flute solo. I want to say that this is goddamn Netsky right now. At the same time, with this goddamn timing, like, that's timing! Okay. Gegen M&M's? Die M&M's. Ein random Fact, das kann ich aber sagen über Jetzt kann ich nicht mehr aussprechen. Ich habe es einmal absichtlich falsch gesagt. Jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen. Oh Gott. Ein random Fact über Alles okay, guck mal. Eminem. The weapons and stuff. Yeah, okay. I think this game knows when you stream. Oh. Meinung zu Z3 Ropen XD. My opinion on him. I don't have one. That's all. Ja. Das wollte ich gerade auffangen, was? Nein. Es gibt eine Männerversion von. Ich crafte mir Beton. Tong, 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 tong. Ja, diese schöne. Da habe ich ja was angerichtet. Also, ich crafte mir Beton. Tong, tong, tong. Außerdem waren das keine Hengste, die das im Video waren, sondern irgendwelche fetten Biersäulen. Man? Roman Man? Hulk. Wait, what? Nestlich. Nestlich? Nestlich. Hört sich an wie Cerealien. Die neuen Nestlich-Frühstücks-Cerealien. Sag es in Haru-Stimme, dann ist er besser. Dann sieht es besser aus in meinem Stream. Mal in der Mimi-Stimme. Die neuen Nestlich-Frühstücks-Cerealien! Die schmecken wie Hundesohn! Und riechen auch danach!
put the thing in there, go to work. Then, if I say, oh, it's the shift is, I go home soon. Then I just activate the microwave, and on the way home, the food is warm, finished, ready. It's the train. No, Pikachu. And he died. Really, Pikachu. Really. Only, I have literally a lot of songs planned. Not a lot, but a few. A lot. Right? So. A little bit of stretching for security reasons because. Oh. Please don't clip this! Please don't clip this sound! That I just. I've been waiting for you. Uh huh. Good, thank you. Why? I have been informed about Jean falling ill. Uh-huh. On behalf of all of the Knights of Favonius, uh-huh. Allow me to express my sincere gratitude for your assistance. Uh-huh. I don't know if this is a glitch or not, but, Paimon, you're saying what again? Well, because I exactly hear from you. Yay! First, this stick coming. I always like how this always ends with who is the Air Force? So, ich bin wieder da. Und let's continue. Aber ich werde alles geben, was in mir steckt. Sayori wird mir immer meine allerliebste Freundin sein. Und ich werde alles tun, um jeden Tag ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. Und es ist Festivaltag. Heute ist der Tag des Festivals. Und Musik sagt einfach nur, yeah, about that. Ich hatte gerade deswegen erwartet, zusammen mit Sayori zur Schule zu gehen. Aber Sayori geht nicht ans Telefon. Ich überlege kurz, ob ich zu ihr nach Hause gehen und sie aufwecken soll. Aber entscheide mich dann doch dagegen. In der Zwischenzeit sollten die Vorbereitungen für die Veranstaltung fast abgeschlossen sein. Das von Yuri und mir bemalte Banner ist mittlerweile getrocknet, sodass ich es aufholen und mitnehmen kann. Sie schrieb mir freundlich, dass ich nichts vergessen soll und ich konnte sie schnell beruhigen. Interessanterweise denke ich über die Veranstaltung vermutlich das gleiche Wissen wie Natsuki. Ich bin echt froh, wenn alles vorbei ist, damit ich mit Sayori und Yuri auf dem Festival umsehen kann. Warum beide? Aber soweit ich Monika kenne, wird die Veranstaltung sicher auch toll. Normalerweise gibt es immer 2 Tage, also... Oh Mann, du bist der Erste. Danke, dass du so früh gekommen bist. Das ist komisch, nur ich hatte erwartet, dass zumindest Yuri schon hier sein würde. Monika legt kleine Heftchen auf jeden Tisch im Klassenzimmer. Die hat sie vorbereitet und darin stehen sicherlich all unsere Gedichte, die wir vortragen werden. Ich habe letzten Endes Monika irgendein Gedicht geschickt, das ich online gefunden hatte und von dem ich annahm, dass es ihr gefallen würde. Das werde ich also vortragen. Ich bin überrascht, dass du hier ohne Sayori auftauchst. Ja, sie hat schon wieder verschlafen.
Das kleine Dummerchen. Man sollte doch denken, dass sie sich an einem so nichtigen Tag mehr anstrengen würde. Während ich das sage, erinnere ich mich plötzlich an das, was Sayori mir gestern erzählt hat. Und sofort fühlte ich mich schlecht, denn ich weiß, dass dies alles überhaupt nicht so einfach für sie ist. Ich habe das nur gesagt, weil ich es gewohnt bin, so über sie zu denken. Aber vielleicht hätte ich sie doch aufwecken sollen. Du solltest schon etwas Verantwortung für sie übernehmen, Roman. Ganz besonders nach dem, was gestern zwischen euch vorgefallen ist. Du hast sie heute Morgen schon arg hängen gelassen, weißt du? Vorgefallen? Monika, du weißt davon? Natürlich tue ich das. Schließlich bin ich der Clubpräsident. Aber ich stammel verlegen. Hat Sayori ihr wirklich so schnell davon erzählt? Wie ich ihr Geständnis praktisch abgelehnt habe. Well, aber that. It's not that. Das wirft kein gutes Licht auf mich. Ja, aber ich bin derjenige, der weiß, was am besten für sie ist, nicht wahr? Oh Mann. Du kennst ja nicht die ganze Geschichte, also. Keine Sorge. Ich weiß wahrscheinlich viel mehr, als du denkst. Monika ist so freundlich wie immer, aber aus irgendeinem Grund läuft es mir jetzt eiskalt den Rücken hinunter. Hey, willst du dir die Heftchen ansehen? Sie sind echt gut geworden. Ja, genau. Ich nehme mir ein Heftchen vom Tisch. Oh, das sind sie wirklich. Damit werden die Leute den Club ganz bestimmt viel ernster nehmen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich blättere durch die Seiten. Das Gesicht von jedem Mitglied ist akkurat auf jeweils einer Seite gedruckt, was einem sehr professionellen Eindruck hinterlässt. Ich kenne Natsukis und Yuris Gedicht wieder. Es sind dieselben, die sie auch bei der Probe vorgeführt haben. Was ist das? Ich blättere zur Seite mit Sayoris Gedicht. Es ist nicht das, was sie geübt hatte. Das kenne ich überhaupt noch nicht. Prozent. Verschwinde aus meinem Kopf. 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 Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich das tue, was für dich am besten ist. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich alles höre, was sie mir gesagt hat. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich dir zeige, wie sehr ich dich liebe. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich mit dem Schreiben dieses Gedicht, das fertig bin. Aber ein Gedicht ist nie wirklich fertig. Es hört da nur auf, sich zu bewegen. Was ist das? Beim Lesen dieses... Das Gedicht wird mir ganz komisch im Magen. Roman, stimmt etwas nicht? Nichts. Dieses Gedicht ist ganz anders als alles, was Sayori sonst so geschrieben hat. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde Sayori holen, also. Ah, also gut. Aber bitte beeil dich, okay? Ich verlasse schnell das Klassenzimmer. Überanstrecke dich nicht. Das ruft mir Monika hinterher. Ich gehe noch einen Schritt schneller. Was habe ich mir nur gedacht? Ich hätte mir Einsatz für Sayori zeigen müssen. Es ist doch keine große Sache, auf sie zu warten oder ihr mit dem Wachwerden zu helfen. Das macht sie ja schon glücklich, zusammen zur Schule zu gehen, was wirklich keine große Sache ist. Außerdem, gestern habe ich ihr noch gesagt, dass alles so sein wird wie immer. Mehr brauchte sie nicht und genau das... wollte ich ihr geben. Ich erreiche Sayoris Haus und klopfe an die Tür. Ich erwarte keine Antwort, da sie ja auch nicht ans Telefon geht. Ich öffne die Tür und gehe hinein, genau wie gestern. Sayori? Sie hat wirklich einen tiefen Schlaf. Ich schlucke. Ich kann nicht glauben, dass ich das am Ende doch tue. Sie in ihrem eigenen Haus zu wecken. Ist das nicht eher etwas, was ein Freund tun würde? Wie dem auch sei, es fühlt sich richtig an.
Ich klopfe an Sayoris Zimmer, du. Sayori? Aufstehen, Kleiner! Ha! Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Verletzt das nicht, die Privatsphäre einer Person? Aber sie lässt mir ja keine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig die Tür. And we go to the yes! Wir beginnen von vorne. Beginn 100%. Yo! Okay. Und wir gehen Natsukis Route, weil wir haben theoretisch schon Yoris Route fast fertig. Okay. Everything that's cute. Marshmallow. Traum? Na, no, verdammt. So, komm. Badeanzug. Schmerz, Horror, Natur. Anime. Ich sag. Porträt. Klebrig. Süß. Party? Rosa. Rosa, Vanilla. Vanilla. Charme, Verziehen, schöne Prinzip, Feder. Feder. Bitte sag mir, ich habe jetzt nicht Sayoris wieder. So, wir können jetzt hier alles überspringen. Ja. So. Ja, das sind wir, das geben wir schon kaum. Ich höre Natsuki, die vor dem Schrank steht und einen genervten Seufzer ausstößt. Sie scheint sich über irgendetwas zu ärgern. Ich gehe zu ihr für den Fall, dass sie Hilfe braucht. Suchst du etwas? Dämliche Monika! Sie stellt meine Sachen an die richtige Stelle zurück. Nie an die richtige Stelle zurück. Welche Sinn gibt es da noch, auf eine geordnete Sammlung zu achten, wenn jemand anderes immer alles durcheinander bringt? Natsuki verschiebt einige aufeinander gestapelte Bücher und Kisten auf dem Regal. Mangas. Du liest doch Mangas, oder? Manchmal. Sag ich das so. Keine Sorge, wir kommen da noch. Wir kommen dazu noch. Mit Mangas ist das so eine Sache. Man sollte erst wissen, wie seine Gegenüber darüber denkt, bevor man zugibt, ein großer Fan davon zu sein. Woher wusstest du das überhaupt? Du hattest es irgendwann mal erwähnt. Ja. Außerdem steht es dir auch ins Gesicht geschrieben. Was soll denn das denn heißen? Heißt das, ich sehe aus wie ein Neckbeard? What? Mit No. Ich verstehe. Am anderen Ende, in einem der Regale, ist einer der einzelnen Manga in einem Stapel von Büchern versteckt. Neugierig ziehe ich ihn heraus. Da ist er ja! Natsuki reißt ihn mir aus der Hand. Dann dreht sie sich zur Box mit den Mangas und steckt diesen Band in die Mitte zwischen die anderen. Viel besser! Ein Boxset mit einem fehlenden Band zu sehen, zählt wahrscheinlich zu den irritierendsten Dingen auf diesem Planeten. Ich kenne das Gefühl. Ich werfe einen Blick auf das Boxset, das ihr so am Herzen zu liegen scheint. Parfait Girls. Das ist eine Serie, von der ich noch nie gehört habe. Das bedeutet eins von zwei Dingen. Ich gehöre entweder nicht einmal im Entferntesten zur Zielgruppe. Ja, probably. Oder sie ist einfach grottenschlecht. Ow! Don't call it out like that! Mit deinen abschätzigen Bemerkungen kannst du jemand anderen vor der Tür nerven. Sie weist auf die Tür des Klassenzimmers. Hey, das war doch nicht abschätzig gemeint. Ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Es wäre ja auch mehr dein Tonfall.
Aber lass dir eins gesagt sein, Roman. Das ist eine Lektion aus dem Literaturclub. Beurteile nie ein Buch. Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. Oder Titel. Einband ist besser. Tatsächlich. Das gezieht den ersten Band des der Parfait gehört aus der Box. Ich werde dir auch zeigen, warum das so ist. Sie drückt mir den Band direkt in die Hände. Ah, ich schaue auf das Titelbild. Darauf sind vier Mädchen in bunten Outfits zu sehen, die sich sehr ausdrucksstark in femininen Posen präsentieren. Es ist außerordentlich Moe. Steh nicht einfach nur herum. Was? Lassie greift meine Mom und zieht mich aus dem Schrank. Somebody came out of the closet, it seems. Sie setzt sich ja dann mit dem Rücken gegen die Wand auf den Boden, direkt unter die Fensterbänke. Sie klopft einen dann auf die Stelle neben sich. Wäre es auf den Stühlen nicht bequemer? Ich setze mich zu ihr. Auf Stühlen würde das nicht funktionieren. Dann können wir nicht gleichzeitig lesen. Joris Ruder sagt dazu nein. Excuse me, what? Warum das denn? Ah, es ist einfacher, wenn wir uns nah sind. Sag das nicht einfach so. Jetzt fühle ich mich ganz komisch. Lasky verschränkt die Arme und drückt etwas von mir fort. Entschuldige. Ich hatte auch nicht erwartet, so nah neben mir zu sitzen. Nicht, dass es mir das nicht gefällt. Ich öffne den Mund. Schon wenige Sekunden später rückt Natsuki wieder näher, wodurch sie mir genauso nah wie zuvor ist. Allerdings hofft sie bestimmt, dass ich das nicht bemerke. Ja, und Hallöchen, mein Grunzen, wie geht es dir? Und willkommen bei DDLC Plus, wo wir gerade nicht fast am Ende am Festival waren und gerade vor der Tür von Natsuki. Nein, wir sind gerade am Anfang. Ignoriere, dass der Titel dieses Streams Part 3 ist. Ignoriere das bitte. Ich spüre, wie sie über meine Schultern spät. Sehr darauf bedacht, schnell mit dem Lesen zu beginnen. Wow, das ist ja schon ewig her, dass ich das gelesen habe. Du blätterst also nicht hin und wieder durch die älteren Bänder? Nicht wirklich. Das mache ich vielleicht, wenn ich die ganze Serie abgeschlossen habe. Hey, passt du überhaupt zu? Auf! Das tue ich, aber es ist ja noch nichts passiert. Da kann ich mich auch gleichzeitig unterhalten. Es scheint ja nur meine Gruppe von Freundinnen in einer Highschool zu gehen. Like every god fishing in every fishing magical girl anime. Eine typische Alltagsgeschichte. Dafür bin ich mittlerweile zu alt. Die Dialoge bieten selten genug Unterhaltung, um die fehlende Handlung wettzumachen. Also, was erwartet mich hier? Gibt es da eine Handlung? Ja, natürlich. Hältst du mich tatsächlich für jemanden, der Spaß an einer Geschichte oder Handlung hätte? Ich meine, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Oft dreht sich am Anfang alles um recht banale Dinge. So gibt es hier beispielsweise ein echt lustiges Kapitel, in dem sie von einem Typen in der Eisdiele besessen sind. Aber damit soll einem nur geholfen werden, die Charaktere besser kennenzulernen. Und außerdem ist es immer noch unterhaltend. Aber später dann gibt es jede Menge Drama. Wenn wir mehr über die Handlung, Hintergründe der einzelnen Charaktere erfahren und es mit der Liebesgeschichte losgeht. All das macht es dann so gut. Es gibt viele bewegende Momente. Ah, wirklich? Ich sag dazu noch, DDLC-Mod, a brand new day. Gute Mod für alle, die schon DDLC durchgespielt haben. Weil nämlich Final Boss of Porphagos ist Lord Cakebus. Who then retires to be a bit known guy on TV, not named Guy Fieri or something like that. It's not Guy Fieri, definitely not Guy Fieri. Anyway,
Es hört sich ganz danach an, als wüsstest du, wovon du redest. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Hey, Moment mal. Was soll das denn bedeuten? Das gibt mir einen sanften Schubser. Es bedeutet lediglich, dass ich dich noch nicht auf Hochtouren gesehen habe. Ah, clever gerettet. In diesem Kapitel geht es wohl um das Backen. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber das Backen spielt in diesem Manga eine große Rolle, hm? Tja. Lasky schweigt kurz, als wollte sie etwas nicht zugeben. Ja. Warum ist das so wichtig? Das ist es nicht. Ich war nur so neugierig. Du backst doch auch sehr gerne, oder? Das ist nein Zufall. Als ich anfing, mich für das Backen zu interessieren, bekam ich zur selben Zeit auch diesen Mangel geschenkt. Na? Es ist ja nicht so, dass ich mir ein Hobby suche, nur weil es in einem Manga vorkommt oder so. Yes. Well, gosh darn minute. Leute, die so drauf sind, tun mir echt leid. I'm sorry. Definitiv kein Zufall. Das erklärt dann also auch Natsukis Interesse am Backen. Aber dieses Hobby zählt sicher zu den besseren, die man sich aus einem Manga abgucken kann. Ganz zu schweigen, dass sie wirklich gut daran ist. Also, warum beschwöre ich mich eigentlich? Also, don't tell me that this face is cute. Because she's cute. Even though she denies it. Anyway. Wir lesen ein paar Minuten lang weiter. Zu dem Zeitpunkt habe ich ein paar Kapitel geschafft. Und das langweilt dich ganz sicher nicht. Nein, das ist gar nicht. Obwohl du mir nur beim Lesen zusiehst. Also, das ist schon okay für mich. Wenn du meinst, es ist ja nicht schlecht, wenn man das, was man mag, mit anderen teilen kann. Ich bin immer total begeistert, wenn ich einen meiner Freunde zum Lesen einer Serie überreden kann, die mir gefällt. Weißt du, was ich meine? Das weißt du nicht? Das ist nicht... Ja, ich weiß es. Eigentlich nicht. Was weißt du damit? Teilst du deine Mangas nicht mit deinen Freunden? Kannst du das bitte nicht so drauf rumhalten? Kannst du bitte nicht drauf so rumhalten? Oh Mann. Tut mir leid. Als ob ich eben mehr meine Freunde dazu bringen kann, könnte das zu lesen. Die denken alle, dass Manga etwas für Kinder sind. I want to direct them to Elfenlied, Guns, Berserk. Overflow. Emerge. Metamorphosis. Und für alle Leute, die das anschauen, bitte googelt das nicht. Und wenn irgendjemand die Nummer 177013 euch gibt, ignoriert diese Nummer. Schaut ja nicht nach dieser Nummer. Lies diese Nummer nicht mal. Ignoriert diese Nummer. Das gleiche mit 2-2. Ich habe keine Ahnung. 2-2. Das sind zwei Sachen, die ich nur sage. Na, was? Was habe ich gerade eben da gesehen? Da war gerade keine, nicht diese Nummer. Anyway, ich kann ja nicht einmal davon anfangen, ohne nicht gleich zu hören. Wie? Du liest immer noch diesen Kinderkram? Dann würde ich ihnen am liebsten ins Gesicht schlagen. Ja, mit dir. Einfach nochmal. Hey, es gibt schon Animes und Mangas für Kinder. Aber das heißt ja nicht, dass alle davon betroffen sind. Weil, wie gesagt, Elfenlied. Menschen werden da einfach so, du hast hier einen Arm,
der ist jetzt weg. Du hast hier ein C, der ist auch weg. Du hast ein Herz, ja, das ist jetzt in meiner Hand. Und wie gesagt, Berserk. Oh boy! Bevor du hier ins Gesicht schlagst, nein, kurz, wirst du sicher schön einen Tritt in die zwischen deinen Beinen haben. Ah, die Art von Leuten kenne ich. Ehrlich gesagt ist es schwer genug, Freunde zu finden, die nicht über einen urteilen. Ganz zu schweigen davon, welche zu finden sind, die auch drauf stehen. Ah, I don't have a boob, sadly. Also, ja. Upp. Ich bin eh schon eine Art Loser. Darauf fühle ich mich wohl im Laufe der Zeit zu anderen Losern hingezogen. Hey, ein Weeb ist kein Loser. Ich bin selber jetzt ein Anime-Charakter, so, Aber für jemanden wie dich ist das wahrscheinlich schwieriger. Ah. Ja, das trifft die Sache auf den Punkt. Warte, was genau? Ich habe ja sogar das Gefühl, dass ich die nicht einmal in meinem eigenen Zimmer aufbewahren kann. Ich darf gar nicht daran denken, was mein Vater tun würde, wenn der die findet. Hier im Clubraum sind sie zumindest sicher. Nur Monika hat sich ziemlich blöd deswegen benommen. Ah, was ich auch tue, es ist verkehrt. Ja, aber am Ende hat es sich doch gelohnt, oder? Schließlich sitze ich jetzt hier und ließ ihn. Es ist aber auch nicht so, als würde das eines meiner Probleme lösen. Nein. Aber wenigstens hast du Spaß, nicht wahr? Wirklich? Ah, oh Mann, das reicht. Gehst du jetzt weiter, oder was? Ja, ja. Ich blätter um. Plötzlich beginnt Natsuki zu lachen. Die Stelle hatte ich ja total vergessen. Natsuki zeigt mir den Finger auf eine Figur. Minori ist mein Lieblingscharakter. Sie tut einem immer leid, weil sie so viel Pech hat. Aber genau übel wird es als... Das soll ich besser noch nicht verraten. Ist einfach das Kapitel zu Ende. Natsuki Stimme überschlägt sich fast vor Begeisterung. Ein großer Unterschied zu ihrem sonst so herrischen Ton. Ich kann schon verstehen, weil sie es nicht gewohnt ist, ihren Lieblingsmanga mit ihren Freunden zu teilen. Es ist nicht einfach, seine Gefühle ins Worte zu fassen, wenn man eine Verbindung mit so jemandem aufbaut. Und das Natsuki bieten zu können, die diese Erfahrung kaum kennt. Der Gedanke lässt mich zufrieden lächeln. Okay, Leute. Habt ihr alle eure Gedichte für heute fertig? Ach, komm schon. Ein schlechteres Timing geht wohl nicht, oder was? Tut mir leid. Ich muss nur sicherstellen, dass wir genug Zeit haben. Allerdings seht ihr zwei da drüben recht kuschelig aus. Das gebe ich mir, weil ich die körperliche Nähe zwischen uns. So richtig, oh, hallo. So Schulter und Schulter, hä? Schnell schiebt sie sich gute 30 cm von mir weg. Hast du das dann genau gemessen oder was? Ah ja, here is your butt, here is my butt. 40 cm, exactly. On, Dex, on point. Also gut, ich höre dann erstmal an dieser Stelle auf. Ich schieße den Mann und gebe ihn Natsuki zurück. Du gibst ihn einfach zurück? Willst du denn nicht wissen, wie es weitergeht? Ja, aber Monika hat gerade gesagt, stell dich nicht so an. Nimm ihn einfach mit nach Hause. Wäre das denn okay? I mean, technically, yes. Ich sage das eigentlich nur, weil ich nicht vorhabe, meine Freizeit mit dem Lesen dieses Mangas zu vergeuden.
Ja, natürlich. Es würde ja wie ewig dauern, ihn auszulesen, wenn du ihn nicht mitnimmst. Lies ihn einfach nur bis morgen aus, damit wir dann mit einem neuen Band weitermachen können. Und wenn du einen Knick hineinmachst, töte ich dich. Bis morgen. Ich habe gerade einmal die Hälfte von diesem Buch geschafft. Wenn ich versuche, ihn durchzulesen, gerade ich noch mit einigen von meinen Chosins hintertreffen. Aber für den Anblick von Natsukis begeisterten Gesicht ist dies wohl ein notwendiges Opfer. Oder habe ich mehr Angst vor dem, was passiert, wenn ich ihn nicht auslese? Also gut, ich stehe auf, ich gehe zu meinem Platz zurück und stecke dein Band vorsichtig in meine Tasche. So, wir können jetzt den ganzen Teil hier bespringen. So, Sayori. So. Joris. So, das können wir auch schön überspringen. Monikas. So. Wait. Und, wie gefällt es dir? Es ist sichtlich ganz auf Reim und Form und solche Dinge. Tut mir leid, ich bin da ehrlich gesagt nicht der Richtige, um dir Feedback zu geben. Aha, kein Problem. Ja, dieser Stil ist in letzter Zeit sehr beliebt geworden. Sehr viele Gedichte legen den Fokus auf das Timing zwischen den Wörtern und den Zeilen. Da kann es sehr viel Kraft entwickeln, wenn man es vor anderen rezitiert. Was hat denn hier als unsere Inspiration gedient? Ich weiß nicht recht, wie ich dir das sagen soll. Man könnte wohl sagen, dass ich kürzlich eine Eingebung hatte. Die hat meine Gedicht schon ein bisschen beeinflusst. Eine Eingebung? Ja, sowas in der Art. Ich bin etwas nervös, über so tiefgründige Zeug zu reden, weil es irgendwie recht heftig herauskommt. Vielleicht ja, wenn wir alle etwas besser befreundet sind. Wie dem auch sei. Hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Beim Schreiben eines Gedichts oder eines Gedichts. Aha. Punkt und Verschrift. Ja. Okay, der gleiche Tipp. So. Ich tue jetzt mal in. Ich will jetzt mal was Kleines schauen. Nebengeschichte. Oh, neue Nebengeschichte. Oh, Natsuki und Monika. Bilder. Da haben wir Natsuki. Und den Schrank. So. Gut zu wissen. Daki. Natsuki. Okay, fangen wir mit den Dingen an, die ich nicht mag. Zuerst, Natsuki muss mein Gedicht erneut lesen. Ach, egal, ich habe keine Lust, dir meine Meinung darüber zu sagen. Welchen Zweck hat es dann überhaupt, die Gedichte miteinander zu teilen? Ich hätte auch andere Dinge tun können, statt dieses Gedicht zu schreiben. Erinnerst du dich eigentlich noch daran, wie ich sagte, dass ich deine Gedichte lesen will? Genau daran habe ich beim Schreiben gedacht. Ich will dir deine Heimlungen nehmen, deine Gedichte zu teilen. Wie Monika es gesagt hat. Tja, ich hätte ja keine Hemmungen, meine Gedichte zu sagen, wenn deins wirklich schlecht wäre. Du solltest mir doch irgendein dummes Gedicht sagen, damit ich dann sagen kann, ha, es ist nicht so gut gelungen, aber lass mich dir zeigen, wie echte Literatur aussieht. Doch du hast es ruiniert. Hoffentlich bist du glücklich. Moment mal. Willst du damit sagen, dass es dir gefallen hat? Irks! Was ist Irks? Natsukis Antwort bleibt ihr im Hals stecken. Du bist so. Du verstehst auch rein gar nichts, was? Ich habe es dir doch schon gesagt. Du musst es ja nicht der ganzen Welt verkünden, als wärst du der Allerbeste. Like no one ever was.
Ich bin mir sicher, dass du das nie gesagt hast. Ich sage das hier hauptsächlich zu mir selbst. Natsuki muss mich echt hassen oder so. Die Tatsache, dass sie mein Gedicht mag, kann ich weder als einen Gewinn noch einen Verlust für mich einordnen. Wenn das so ist, du musst mir noch immer deins sagen, richtig? Ja, also gut. Aber nur, weil Monika mich dazu zwingt, wenn ich es nicht tue. Das ist ein interessanter Fun, aber es ist noch immer Igas can fly. Alle können fliegen. Affen können klettern. Krallen können zirpen. Pferde können rennen. Allen können suchen. Ja, okay, es ist das gleiche Gedicht. So, überspringen, weil wir brauchen nichts alles. Puh, damit wäre dann wohl jeder an der Reihe. Ich sehe mich um. Es war viel stressiger als erwartet. Es ist, als ob mich wegen meines mangelnden Schreibstils verurteilen. Auch wenn sie nur nett sind, können meine Gedichte unmöglich mit ihren mitteilen. Schließlich ist das ein Literaturclub. Ich seufze. Darauf habe ich mich also eingelassen. An der anderen Seite des Raums unterhalten sich Sayori und Monika fröhlich miteinander. Mein Blick fällt auf Yuri und Natsuki. So, wir können... Ich glaube, den Rest können wir schön ignorieren. Keine Ahnung, warum der Skip-Button nicht funktioniert hier, aber es ist das gleiche. So, ja, das geht ich gar nicht an. Ja. Ich hab Natsuki würde ich nehmen, weil Route, aber Yuri. Natsuki, du hast es recht damit, dass mir dein Gedicht gefallen hat. Siehst du? Warte, das ist keine Entschuldigung dafür, so gemein zu sein. Nur weil jemand eine andere Meinung hat, solltest du keinen Streit vom Zaun brechen. What the fish? Aber das ist doch so überhaupt nicht passiert. Yuri wollte mein Gedicht ja nicht einmal ernst nehmen. Ich verstehe. Yuri, ja, du bist eine echt talentierte Autorin. Es ist kein Geheimnis, dass du mich beeindruckt hast. Und das ist... Aber die Sache ist die. Ganz gleich, wie einfach oder ausgefallen der Schreibstil einer anderen Person ist. Es sind auf jeden Fall Gefühle in das Geschriebene eingeflossen. Und das macht es zu etwas sehr Persönlichem. Darum fühlt sich Natsuki angegriffen, als du ihr Gedicht als süß beschrieben hast. Ich verstehe. Mir fällt gar nicht auf, dass ich... Es tut mir leid. Aha. Aber Natsuki, es hat es viel zu weit getrieben. Jochen meint es gut. Und wenn du ihr einfach gesagt hättest, was du empfindest, dann wäre nichts von dem je passiert. Machst du Scherze? Genau das habe ich doch getan. Wie war es dir? Natsuki, ich glaube, das reicht. Ihr beide habt Dinge gesagt, die ihr so nicht gemeint habt. Danke, Blackberry, für das Wort. Yuri hat sich entschuldigt. Denkst du nicht, dass du dasselbe tun solltest? Das geballt die Fäuste. Im Endeffekt hat niemand ihre Seite ergriffen. Sie ist in ihrem eigenen Trotz gefangen, weil sie mit dem Druck nicht umgehen kann. Ich habe am Ende sogar Mitleid mit ihr. Manchmal, wenn ich verletzt bin, hilft es mir, einen Spaziergang zu machen und meinen Kopf frei zu machen. Sayori, sie muss nicht. Weißt du was? Ich würde genau das tun. Es bewahrt mich davor, jetzt in all euren Gesichtern blicken zu müssen. Ohne Warnung schnappt sich Natsuki ihr Gedicht vom Tisch und stirbt hinaus. Unterwegs zerknüllt sie das Gedicht und wirft es in den Papierkorb. Natsuki, das hätte sie wirklich nicht tun müssen. Ich blicke durch den Raum. Yuri hat ihren Kinn in die Hände gestützt und starrt auf ihren Tisch. Ich nähere mich ihr vorsichtig und setze mich neben sie. Ah. Ah. Alles in Ordnung? Ich schäme mich so sehr. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so verhalten habe. Du hast mich jetzt vermutlich. Nein, Yuri, doch. Nach so einer Behandlung wäre vermutlich jeder frustriert gewesen. Du hast es so gut gemeistert. Ich denke jetzt nicht schlecht über dich.
Nun, also gut, ich glaube dir. Danke, Mann, du bist echt nett. Ich bin sehr froh, dass du jeden Teil jetzt Teil des Clubs bist. Ach, schon in Ordnung. Noch eine Sache. Natsuki sagte da etwas über, du weißt schon, ich würde nie etwas so Verachtungswürdiges tun. Also. Was hat Natsuki denn gesagt? Ist egal. Ich gehe mal Tee kochen. Ah, das ist eine gute Idee. Mach aber mehr als nur eine für eine Person, okay? Ja. So, okay, Leute, unsere Zeit hier ist zusammen mit Fassi, wie so, ha? So, ja, also, ja. So. So. Gehen jetzt nach Hause, schön, ja, mir gefallen, ja. Ja, aber, ja. So. Ich würde jetzt mal kurz hier speichern, sicher da. Ah, wohl. Dann nehme ich. So. So. So, Natsukis. Damit wir nämlich alles haben. Juri, du hast wirklich Talent. Ja, nun. Aber Natsuki hat schon irgendwie recht. Ich glaube, dass sie sich... Ich kramme verzweifelt in mein Gehirn. Meine Aussage gebe ich zu verleihen. Ich glaube, dass das Vermitteln von Gefühlen mir nur mit nur wenigen Worten auch sehr beeindruckend sein kann. So wird die Vorstellungskraft der Leser angeregt. Und das ist Natsuki mit ihrem Gedicht wirklich gut gelungen. Ja, yeah, das ist es. Das ist es, ihr nicht wahr? Das zeigt, wie viel du davon weißt. Das stimmt auch gar nicht. Natsuki, ich glaube, das reicht. Hä? Mir? Aber sie war halt gemein zu mir. Das Gestimme ist ganz weinerlich. Schau, es stimmt, worüber wir gestern geredet haben. Das Schreiben ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Und seine eigenen Gedichte zu teilen, kann ganz schön schwierig sein. Das haben wir heute alle gelernt. Selbst die kleinste Kritik kann zu einer sehr hitzigen Diskussion führen. Bücher über meine Schulter. Sayori nickt entscheidend. Ja, also, du musst dich nicht angegriffen fühlen. Du bist eine tolle Autorin, Natsuki. Natsuki überschlägt sich vor Überraschung. Danke, dass dir das aufgefallen ist. Das murmelt sich schließlich kaum hörbar. Juri? Ah? Juri sieht mich niedergeschlagen an. Bei diesem Gesichtsausdruck kann sie mir eigentlich auch nur leid tun. Sicherlich hat Natsuki das nicht alles so gemeint. Muss dich also auch nicht angegriffen fühlen. Nun, wenn du meinst. Hey, du musst dich nicht für mich entschuldigen, Roman. Oh Mann. Was gern mit doch. Ich. Die Sache mit. Was sitze ich immer am Mund. Könnt ihr bitte alle aufhören, mich anzustarren? Es überrascht nicht, dass Natsuki das schwerer fällt, als sie vorgegeben hat. Sayori und Monika blicken zur Seite. Wie auch immer. Die Sache mit deinen Bubis, Titten, Möpse, Big Honkers. Das habe ich nicht so gemeint, okay? Das ist alles. Natsuki schaut weg und vermeidet jeglichen Blickkontakt. Ja, du bist von Natur aus schön, Yuri. Sayori? Mit dem Kochen. Ich wollte nur helfen. Das weiß sie sicher zu schätzen, Sayori. Ich klopfe Sayori auf die Schulter. Okay, wollen wir das nun... Okay, wo wir das nun hinter uns gebracht haben, lasst uns alle die Geschichte der anderen lesen, okay? Hoffentlich hat es sich für alle gelohnt. Besonders für dich, Roman. Und ehrlich gesagt, es ist eine nette Abwechslung von dem Herumhängen, an das wir uns schon etwas zu sehr gewöhnt haben. Dann hat mein Eintritt in den Club also die Stimmung ruiniert. Nein, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Wir haben noch etwas Zeit. Da sollten wir uns alle etwas entspannen. Wir plaudern hier nicht nur, sondern beschäftigen uns auch mit literaturmäßigen Dingen im Clubraum.
Möglicherweise kannst du ja die Gelegenheit nutzen und dir ein Buch schnappen oder etwas schreiben. Schließlich gibt es genau dafür den Club. Ich muss dir widersprechen, Monika. Inwiefern? Das ist nicht das Wichtigste am Literaturclub. Das Wichtigste ist, dass wir Spaß haben. Natürlich. Ja, und genau deswegen bist du wohl auch die Vizepräsidentin, Signore. Letztendlich hat Monika aber recht. Durch meine Mitgliedschaft im Literaturclub kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr all meine Zeit mit Nichtstun verbringen. Aber schließlich war es das besser wert. So. Ja. So. Wieder zurück hier. So. So, nein. Könnt ihr beide bitte? Hallo. Wäre der Papa. Kaffee, lachen. Ja. Wird dort sagen, und es ist bereits in, ja. Letztens habe ich angefangen, mich etwas wohler zu fühlen bei mir drin. Typische Szenerie. Cookie. Cookie. Ja, das ist mit dem Geld, bla 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 bla. So. Ja. Der Cookie. Obwohl, ich frage mich gerade so. Gibt es da neue Sachen? Was? Yep. Okay. Never mind. Doki, doki. Ja, wohl. So, und glaube, ich würde gleich so, hier mache ich jetzt mal eine kleine Pause und hol mir jetzt ein bisschen Wasser, okay? So, bis in ein paar Minuten. Ja, das würde ich mal gerne so. Eigentlich alle Fallout Games, weil Fallout 2 und 1, die 2D an sich noch haben. Die sind auch verlässig. Der Fisch. Das ist der Fisch. So, ich weiß, ich in Fallout New Vegas. Roman hat deine Mom früher auch immer gesagt, ihr sollt viel trinken, Roman, du hast dir das U-Herzen genommen und bist jetzt ständig am Trinken, nimm dir ein Beispiel daran, mach die Gläser voll und dann will Roman, dass ihr alle mitsingt. Selena. Or zero pain. Or pain. Stop.
And we recorded the musical video with Monica's lyrics and Netsky's flute solo. You want to say that this is goddamn Netsky right now? At the same time, with this goddamn timing, like, that's timing! I've been waiting for you. Good, thank you. Why? I have been informed about Jean falling ill. On behalf of all of the Knights of Favonius, allow me to express my sincere gratitude for your assistance. I don't know if this is a glitch or not, but Paimon, you're saying what again? Well, because I exactly hear nothing from you. Only I have literally a lot of songs planned. Not a lot, but a few. A lot. Right? So. A little bit of stretching for security reasons because. Oh. Please don't clip this. Please don't clip this sound that I just. And also this voice. It sounds it's German. I want to read it. I want to read it. I want to keep it that much. That much. That much. Why does she want to keep it that much? Okay. CLF voicing this up LED. Thank you. Thank you, German, I think. Yes. It's better to have my voice instead of robotic. Viva Las Vegas! Das ist meine einzige Einnahmequelle. Wie jemand kauft es. Oder sonst muss ich jemanden hauen. Dummy? Wehe? Nein? Ich hab sonst kein Geld mehr. Der sein Anwalt kennt Kiosk schon sehr gut. Der zieht das durch. Der Anwalt so, ja komm, alles easy, mach das. Alter, das ist geil. Weißt du, Belle Delphine hat Gamergirl Bathwater. Ich hab Kamelpisse und Sperma-Shampoo. Ist viel mächtiger. Komm auf Harus Level, Leute. It's the train. F-E-S-H-U-O. Yeah. Welcome to Und wieder da. So, wir können wieder den ganzen Teil hier überspringen. So, Natsuki. Es dauert nicht lange, bis Natsuki vor mir steht. Ja. Keine Sorge, ich habe mein Versprechen gehalten. Ich ziehe den ersten Band der Perfect Girls aus meiner Tasche. Natsuki nimmt ihn mir aus den Händen, inspiziert ihn schnell von allen Seiten auf mögliche Knicke. Hey, so schludrig bin ich auch nicht. Schließlich lese ich ständig Mangas. Ich wollte nur sicher gehen. Nimmst du es mir wirklich übel, wenn ich etwas misstrauisch bin? Ich gebe ja nicht jeden Tag anderen Leuten meine Mangas. Da hast du auch wieder recht. Ich verstehe das schon. Naja, auf jeden Fall werde ich ihn jetzt schnell wieder zurückstellen. Ich hole dann den nächsten Mal, okay? Natsuki läuft in Richtung des Schranks. Ich folge ihr. Du erzählst mir aber ganz genau, wie du ihn fandest, oder? Wo hat der Band nochmal aufgehört? Ich hab das schon wieder vergessen. Das Kapitel endet, als Minori und Alice herausfinden,
Monika! Natsuki Stimme erstrahlt aus dem Schrank. Ich spiele hinein. Alle Bücher von Natsuki befinden sich auf dem obersten Regal. Wow! Hast du schon wieder meine Mangas verschoben? Ah, Entschuldige, ja. Die Lehrerin war wütend darüber, dass ich so viel Platz in ihrem Schrank belege. Da musste ich einige Sachen umsortieren und etwas aufräumen. Alles ist noch da. Ich musste es nur etwas ordnen. Das oberste Regal befindet sich weit über Natsukis Kopf. Sie hüpft hoch, aber es ist vergeblich. Sie kommt nicht an ihre Mangas heran. Oh Mann, das ist so unpraktisch. Ich werde sie wieder nach unten holen. Auf den Regalen ist schon genug Platz. Und außerdem sehen sie so schön aus, wenn sie alle ordentlich in einer Reihe stehen. Warum soll man sie auf dem obersten Regal verstecken? Ah, Natsuki. Da drüben an der Wand ist ein Stuhl. Im Schrank hängt ein Klappstuhl an der Wand. Wenn du willst, kann ich sie dir von oben hinunterreichen. Ich kann sie selbst holen. Natsuki nimmt sich den Stuhl von der Wand und klappt ihn auseinander. Hältst du mich etwa für zu klein oder was? Ich meine, wusste ich's doch. Tja, weißt du was? Schau zu und staune. Natsuki springt auf den Stuhl, der aufgrund seines zusammenklappenden Designs etwas wackelig ist. Vorsicht! Ich kann das schon. Natsukis Fingerspitzen reichen gerade bis zum obersten Regal, wo sie auf dem Stuhl steht. Mit Hilfe des Stuhls könnte ich mühelos die Bänder packen, aber Natsuki ist so stur wie eh und je. Natsuki schiebt mit ihren Fingern einer der schmaleren Boxen an den Regalrand. Siehst du? Plötzlich kippt die Box. Natsuki gelingt es, gerade noch sie aufzufangen, bevor sie auf den Boden fällt. Der Stuhl wackelt. Natsuki gerät aus dem Gleichgewicht und springt vom Stuhl. Glücklicherweise landet sie sicher auf beiden Füßen, ja. Triumphierend hält sie die Box in den Händen. Da! Oder da! Natsuki ist aufgrund des beinahe Stürzes etwas erschrocken. Oh Mann, du musst dich mir gegenüber nicht beweisen. Mit den größeren Boxen kannst du das jedenfalls nicht so machen. Ich komme da ran, also sag einfach: Ich hab doch gesagt, dass ich das schaffe. Ich will deiner Hilfe nicht, okay? Ich hole einen Stuhl, also warte kurz. Natsuki zwängt sich aus dem Schrank an mir vorbei. Dann sehen wir mal. Die Stühle im Klassenzimmer sind fest mit den Tischen verbunden, daher würden sie kaum in den Schrank passen. Mein Kommentar dazu: excuse me, how does this exactly work? Aha! Natsuki läuft zum Lehrerpult, hinter dem ein Bürostuhl steht. Sie rollt ihn zum Schrank hinüber. Es ist etwas gefährlich, da sich der Stuhl dreht und rollt. Aber ich weiß es inzwischen besser und sage nichts. Wasch! Natsuki klettert auf den Stuhl und stellt sich dann langsam hin, angestrengt ihr Gleichgewicht zu halten. Da sie meine Hilfe ablehnen, setze ich mich an den Rücken, mit dem Rücken gegen die Türenrahmen und schaue ihr einfach nur zu. Aha, so geht das. Siehst du, jetzt schaffe ich das ganz einfach. Natsuki nimmt sich einen Stapel Mangas und beugt sich nach vorne, um sie ein Regal tiefer abzulegen. Der Stuhl dreht sich. Natsuki kann sich gerade noch so am Regal festhalten. Was machst du da? Kannst du zumindest den Stuhl festhalten, statt nur umzusetzen und nichts zu tun? By the way, man merkt dann nicht, dass da vielleicht irgendwas Schlimmes passieren könnte. Wer bitte hat denn gesagt, dass sie keine Hilfe braucht? Ja, ich helfe dir. Ich halte den Stuhl fest, während Natsuki wieder nach oben greift. Ich kann ja fast unter den Rocks schauen. Ja, ich zwinge mich wegzudrehen. Natsuki hat das echt nicht ganz durchdacht. Amen! Wenn sie sich dessen bewusst wird, bringt sie mich um. Yes.
Das ging kräftig, das Parfait-Gospel, das größte auf dem Regal. Meine Güte, wie groß, wie viele Bände hat sie da? Ah, ganz schön schwer. Hey, Robin. Ich falle, wenn ich mich vorbeuge. Ja, the horn is back. Without the Jasmine. Schnell, nimm das hier. Aber dann muss ich den Stuhl loslassen. Das ist schon okay. Nur für einen kurzen Moment. Beeil dich. In Ordnung. Lass mich nur kurz aufstehen. Where is Panic at the Club? It's coming right up. Ich lasse langsam den Stuhl los. Was meinst du mit aufstehen? Nasky schaut auf mich hinunter. And the 3, 2, 1, Panic at the Club, now. Warum bist du denn ganz da hinten? Panic at the Club, it is beginning now. Nasky scheint plötzlich etwas klein geworden zu sein, aber sie weiß, dass sie ihr Gleichgewicht verliert, wenn sie sich jetzt bewegt. Nasky, die Box. Was guckst du da? Du versuchst unter meinem. Nasky's Beine zittern. Das tue ich nicht. Ich wollte nur. Nasky, beweg dich jetzt nicht. Gib mir nur die Box. Du Perversling. Du hast mich reingelegt. Geh weg. Verschwinde. Aber. Ich mach das selbst. Plötzlich dreht sich der Stuhl unter Natskis Füßen. Natsuki! Im Bruchteil einer Sekunde verwandelt sich die Szene im kompletten Chaos. Der Stuhl rollt unter Natskis Füßen weg. Hektisch versucht sie aufzufangen. Die Box fällt dir aus den Händen und alle Bänder fliegen durch die Gegend. Ich hab dich! Doch das volle Gewicht der in mich krachenden Natsuki stürzt sich zu Boden. Jede Menge Mangas fliegen mir ins Gesicht. Natsuki will sich mit ihren Armen noch vor den Zusammenstoß stützen, aber ihr Gesicht knallt gegen meine Brust. Au! Ah. Mein rechter Arm und mein Rücken spüren den Einschlag am heftigsten. Ah. Everybody can now do a screenshot because that's a cutie. Langsam kommt Natsuki wieder zu sich. Sie stützt sich mit ihren Armen von mir ab. Ihr scheint bewusst zu sein, dass sich unter ihr nicht der Boden befindet. Ekelig! Eine Faust schlägt mir auf die Brust. Natsuki hieft sich wieder auf ihre Füße. Was hast du denn dir nur dabei gedacht? Du Perverser! Ist da drüben bei euch alles in Ordnung? Ich habe ein lautes Geräusch gehört. Monikas Gesicht erscheint plötzlich. Monika, das siehst du mal, was passiert, wenn du die Mangas auf das oberste Regal stellst. Versuchst du deine Clubmitglieder umzubringen oder was? No comment to that right now. Thank you. Oh Mann. Tut mir echt leid. Oh, und noch eine Sache. Anscheinend ist unser neues Clubmitglied ein totaler Perverser. Ich hoffe also, dass du zufrieden bist. Ich habe nicht. Irgendwie ist es unmöglich, Monika, diese verzwackte Situation zu erklären. Was gibt? Wollte Mangas unterbringen, ich wollte helfen, sie verweigerte der Hilfe, ich habe mich hingesetzt und der Stuhl wackelte, hab festgehalten, hab dann erst gemerkt, oh verdammt, ich kann ja runterschauen, hab mich weggedreht, deswegen hab aber weiterhin den Stuhl gehalten, weil sie natürlich wollte, dass ich die Box hole, bin ich aufgestanden und dann hat sie gemerkt, oh right, ich kann look. Under my skirt. Easy peasy lemon squeezy suck him under it. Oh. Ich hab doch gar nichts gemacht, ich schwöre. Das weiß ich doch, keine Sorge. Monika sagt das ganz ruhig zu mir. Dann bin ich wohl noch mal davon gekommen. Oh nein!
Nein! Nein! Ja? Ich sehe nach unten. Natsuki kniet auf dem Boden und hält eine der Bände in den Händen, die überall um sie verstreut liegen. Sie versucht verzweifelt, einen riesigen Knick auf der Seite zu kletten. Ah, er muss auf dieser Seite gelandet sein. Natsuki versucht weiter erfolglos, den Knick zu kletten. Plötzlich gibt sie auf, schließt den Band und schmeißt ihn auf den Boden. Statt weiter zu schimpfen, senkt sie nur ihren Kopf. Natsuki, bist du? Nein! Natsuki piepst kaum hörbar. Ich sehe Tränen auf ihren Gesicht. Jo! Ah, ich helfe dir, den Knick zu klicken, okay? Es ist jetzt... Es ist zum Teil ja meine Schuld, also... Natsuki schüttelt ihren Kopf, ohne mich anzusehen. Nein. Es interessiert mich eigentlich auch nicht mehr. Ich habe heute nur einen echt miesen Tag. Natsuki schluchzt weiter. Ich wollte das nicht an dir auslassen. Echt nicht. Ist schon gut. Möchtest du darüber reden? Natsuki schüttelt den Kopf. Nun, jeder Tag ist so schwer. Ich will einfach nur hierher zum Glück kommen und... Natsuki verstummt wieder. Ich will sie nicht bedrängen, also tue ich, was ich am besten kann. Also gut. Nun, ich werde dir beim Aufräumen helfen. Dann den Rest der Mangas für dich umräumen. Ah, ich habe jetzt den zweiten Band der Parfait-Kurs auf. Den legen wir zur Seite. Das wird dich doch bestimmt etwas aufhalten, oder? Wir können damit loslegen, wenn ich hiermit fertig bin. Natsuki sieht mich mit glänzenden Augen an. Ihre Lippe zittert. Ja? Diese Worte von Natsuki zu hören, ist irgendwie seltsam. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Nun, ich versuche nur, einen Freund zu sein. Weißt du? Ja. Natsuki senkt den Kopf und unterdrückt einen weiteren Schluchzer. Ich weiß nicht, was heute in sie gefahren ist, aber nett zu sein ist das Mindeste, was ich tun kann. In den folgenden Minuten herrscht wieder Schweigen zwischen uns, während ich die verstreuten Bänder einsammle. Ich achte darauf, sie in der richtigen Reihenfolge in die Box zu stecken. Nach einer Weile beginnt Natsuki mit mir zu helfen. Es dauert nicht lange und wir sind fertig. Ich hiefe die Box auf den Platz im Regal, den Natsuki dafür ausgesucht hatte. Dann stelle ich mich auf den Stuhl und hole schnell die restlichen Bände vom obersten Regal. In Ordnung, das wäre alles. Ich springe vom Stuhl. Natsuki weicht meinen Blick aus. Danke. Ist nicht der Rede wert. Natsuki hält den Band, den ich zur Seite gelegt hatte. Also gut, ich bin soweit. Gut. Selbst wenn du es nicht wärst, will ich dich dazu zwängen. Du sollst zu deinem Wort stehen. Also du sagtest, dass du mich aufhalten willst. Wenn du darauf bestehst. Wir setzten uns an dieselbe Stelle wie zuvor und ich öffne den zweiten Band. Schnell bessert sich Natsukis Laune und sie lacht und weist mich auf Dinge hin. Sie ist überraschend scharfsinnig, bemerkt wieder unterschwellige, wiederkehrende Witze und Elemente im Hintergrund. Am Ende bin ich recht beeindruckt, wie alles in diesem Manga zusammenpasst. So wie es aussieht, hat Natsuki doch einen guten Geschmack. Nach einer Weile macht sich Monika bemerkbar und es wird wieder Zeit, unsere Gedichte zu teilen. Dann, den behalte ich dann wohl noch eine Weile. Ja, dieses Mal hörst du dich sogar schon etwas begeistert an. Naja. Langsam beginne ich, mich für die Geschichte zu interessieren, weißt du? Habe ich dir doch gesagt. Ja, ja. Ich kehre zu meinem Platz zurück und stecke den Band in meine Tasche. So, wen nehmen wir hier? Sayori. So. Basically the same. Monika. Also basically the same. Ich gebe Monika mein Gedicht, aha.
Es ist ziemlich gut. Du hast wohl etwas Zeit mit Natsuki verbracht, was? Ihr Schreibstil muss dir gefallen haben. Ah, ja. Sie schafft es auf einer sehr schönen Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Dem kann ich nicht widersprechen. Natsukis Gedichte sind nicht nur niedlich, sondern sagen auch etwas aus. Ich kann schon nachvollziehen, warum du das interessant findest. Damit wärst du dann wohl kein so großer Fan von Yuris Gedichten, was? Das würde ich so nicht sagen. Ich mag eigentlich die Gedichte von allen hier. Mag schon sein, aber sicherlich gefallen dir doch bestimmt Gedichte besser als andere, oder nicht? So wie Yuris Verwendung von komplizierten Wörtern und Symbolismus. Oder so Yuris Art, Glückseligkeit oder Traurigkeit viel direkter auszudrücken. Muss doch eine Vorliebe haben, oder etwa nicht? On Kingship me, please. Ah, nicht, dass dies ein Wettbewerb ist oder so. Ich war nur neugierig. Ne, mehr nicht. Aber nichtsdestotrotz, willst du jetzt mein Gedicht lesen? Aha, ja. Jetzt ist noch abstrakter als der letzte. Ja, das ist hier. Das ist alles. Das da hier. So. Vielen Dank fürs Zuhören. So. Natsuki. Ja, das geht nicht mehr. Sie blickt ja. Nimm das noch. Ist es so schlecht? Nein, das ist es nicht. Es ist gut. Richtig gut, okay. Da, jetzt ist es raus. Das sollte doch nicht so passieren. Warum kannst du dich nicht einfach mies drin sein? Meine Gedichte sollen dich beeindrucken, nicht umgekehrt. Du willst mich beeindrucken? Natürlich! Glaubst du ernsthaft, dass ich es zulasse, dass dir Yuris Gedichte besser gefallen als meine? Mach mal halblang! Nun, wo liegt dann das Problem, wenn ich dich beeindrucken will? Das würde ich dir sagen, du. Das gehält dir, als sie plötzlich etwas bewusst geworden ist. Da. Du versuchst, mich zu beeindrucken! Also gesagt, Augen fliegen noch einmal über das Gedicht. Und fällt das Gedicht aus ihren Händen und flattert zu Boden. Ich muss zur Toilette gehen. Mit rotem Gesicht eilt Natsuki aus dem Klassenzimmer. Hey Roman, was hast du mit Natsuki angestellt? Ich habe gerade gesehen, wie sie schnell hinauslief. Du hast doch nichts Schreckliches getan, oder? Nein. Ich habe nur zu ihr gesagt, die Worte bleiben mir immer ausstecken. Welches Haus, bitte? Also. Hier noch was Kleines machen, was hier gerade aufgefallen ist. So. Perfekt. So. Kann Monika unmöglich sagen, dass ich Natsuki beeindrucken wollte. Monika sieht das Gesicht auf dem Boden liegen und hebt es schnell auf. Sie überfliegt es ein zweites Mal, ihr Lächeln verlässt nie ihr Gesicht. Ich verstehe. Zuerst dachte ich nur, dass dir ihr Schreibstil gefällt. Und du hast das für Natsuki geschrieben, nicht wahr? Danke, neuen Grunzen. Mit Natsukis Stimme zu reden ist ein bisschen... Ja. Aber du hast das für Natsuki geschrieben, nicht wahr? Ich meine, nicht wirklich. Eigentlich hat dir dein Gedicht neulich doch auch sehr gut gefallen. Interessant, dass du ihren Geschmack schon so gut kennst. Bist du sicher, dass du nichts schummelst, Roman? Schummelst? Was meinst du damit? Auch nichts, das war nur ein Scherz. Ich verstehe Monikas Scherz nicht. Wie ist er denn, Boy? Wie dem auch sei, was denkst du, empfindest du Natsuki für dich? Oh, du musst das nicht beantworten. Du solltest nur ein wenig darüber nachdenken. Hey! Natsuki kommt auf uns zu und reißt Monika das Gedicht aus den Händen. Keiner von uns hatte bemerkt, dass sie wieder da war. Hast du das gelesen, Monika? Natürlich, ich mochte es. Du solltest dir wirklich abgewöhnen, Dinge zu lesen, die nicht für dich bestimmt sind. Das ist eine schlechte Angewohnheit von dir. Aber Roman hat dieses Gedicht geschrieben,
Und wir sollten doch alle Gedichte miteinander teilen, oder? Natsuki erstarrt. Offensichtlich hatte sie vergessen, dass mein Gedicht eigentlich für alle bestimmt war. Okay, nun. Ich denke, dass man dieses Gedicht jetzt genug mit anderen geteilt hat. Es ist ja nicht so, dass es irgendjemand lesen will. Ich werde es einfach wagen. Wenn du darauf bestehst? Was? Warum siehst du mich so an? Wie denn? Ist doch egal. Natsuki, ich werde dir das Gedicht geben, aber es ist gegenüber Yuri schon etwas ungerecht. Sie konnte es ja noch nicht lesen. Na und? Ja, da hat Roman wohl recht, Natsuki. Es ist nicht fair, wenn es nicht jeder von uns lesen darf. Na gut. Natsuki gibt mir mein Gedicht zurück. Nicht, dass es ihr gefallen würde. Wie dem auch sei, du kannst jetzt mein Gedicht lesen. Und nein, du darfst es nicht wagen. Das ist mein einziges Exemplar. So, Amy macht weiter. So. Oh. Weißt du, ich bin froh, dass du diese Art der Poesie schätzen kannst. Ich meine, ich habe gestern darüber geredet. Aber es hat mir viel Freude gemacht, meine Gedichte mit dir zu teilen. Also, du darfst dich also glücklich schätzen, okay? Ja, danke für deine Ehrlichkeit. Was soll das denn heißen? Ich bin immer ehrlich. Oh Mann. Wollte ich einfach auf morgen, okay? Genau, das werde ich. Ja, hoffentlich werde ich jetzt mal, verdammt nochmal, ihr Gedicht sehen. Sehen wir mal, was du für heute geschrieben hast. Ah, gut gemacht, Roman. Deine Fertigkeiten verbessern sich bereits. Ernsthaft? Danke, Yuri. Das aus deinem Munde bedeutet mir viel. Ha, es ist nichts. Ich inspiriere nur gerne andere Autoren. Mach dir keine Sorgen, wenn sich dein Gedicht noch nicht perfekt anfühlt. Ich weiß, dass du gerade erst damit angefangen hast. Du kannst es ruhig wagen, etwas experimentierfreudiger zu sein. Metaphern sind ein wunderbares Spielzeug. Du musst dir dein Hirn nicht zermalen. Lass dein Geist einfach einen Streifzug durch dein Gefühl machen und schreib die Dinge auf, die du siehst und hörst. Das ist eine Methode, mit der du den Lesern auf eine Reise in deinen Gedanken mit einlädst. Das ist eine sehr intime Übung. Ich verstehe. Das ist definitiv eine interessante Technik. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Ich habe nur ein Beispiel dafür, wenn du es lesen willst. Natürlich. Ist dies dein Gedicht für heute? Juri nickt und reicht mir verlegen ihr Gedicht. So. Der Waschbär. Es geschah mitten in der Nacht, als ich Brot für einen späten Snack schnitt. Da bemerkte ich, wie vor meinem Fenster ein Waschbär wuschelt. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich meine merkwürdigen Neigungen als ungewöhnlich ich gab dem Waschbär ein Stück Brot. Mein Unterbewusstsein, was sich sehr wohl Konsequenzen bewusst. Dass ein Waschbär, den man füttert, immer wieder zurückkommt, wird die verführerische Schönheit meines Schneidermessers war das Symptom. What? Das Brot, meine hungrige Neugier, der Waschbär, eindrang. Der Mond erhöht seine Phase und reflektiert so viel mehr Licht von meinem Messer. Dasselbe Licht, das in den Augen meines Waschbärfreundes funkelt. Ich schneide das Brot frisch und weich. Der Waschbär ist angefangen. Oder vielleicht projiziere ich nur meine Gefühle auf das gerade erst gesättigte Tier. Der Waschbär hat damit begonnen, mir zu folgen. Man könnte sagen, dass wir uns echt recht gut aneinander gewöhnt haben. Der Waschbär wird immer häufiger, immer hungriger, weshalb ich mein Brot stets zur Hand habe. Wann immer ich zu meinem Messer griff, zeigt mir der Waschbär seine Erregtheit. What? Klasse. Klassische
Paulische. Paulische Konditionierung. Ich schreie, schneide das Brot und sättige mich erneut selbst. Im Gegensatz zu gestern habe ich dieses Mal ein größeres Experiment gewagt. Das kann ich sehen. Es hat viel mehr Metaphern. Ich weiß ja nicht, ob es dann mir liegt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, worum es in diesem Gedicht geht. Naja, um jemand, der eine bestimmte Sache hat, die diese Person nicht gerne verheimlichen möchte, nicht gerne preisgeben möchte. Stattdessen aber hat sie aber jemanden gefunden, der deswegen sie mag. Das stimmt. Es entspricht mir meinen bevorzugten Schreibstil. Das Gedicht ist eine Leinwand, auf der eine blühende Vorstellungskraft zum Ausdruck gebracht und so Gefühle mitgeteilt werden. Okay, ich muss jetzt sagen, ab diesem Punkt werde ich jetzt einfach in meiner normalen Stimme reden, weil es sich schon ein bisschen schwer anfühlt, so zu reden, okay? So. Ja, wenn man es wörtlich nimmt, weiß nicht mal ich, was das alles bedeuten soll. Nun, unterschiedliche Leute können dadurch auf ihre ganz eigene Weise etwas für sich mitnehmen. Ich wollte damit ausdrücken, was ich beim Nachgehen meiner ungewöhnlichen Hobbys empfinde. Solche Dinge muss ich für gewöhnlich für mich behalten. Der Herr schreit mich manchmal gerne darüber. Oh, das ist lustig. Hat das Game nicht über sowas geschrieben, dass sie für ihre seltsamen Interessen verspottet wird? Hat sie das? Ja. Sie sprach darüber, dass es keine Rolle spielt, auf was man steht, solange man damit niemandem wehtut. Sie hat recht. Ich meine, denkt sie wirklich so? Ja. Klingt so, als hättet ihr das gemein. Das ist interessant. Sie erschien mir immer als die Art von Mensch, der sich über meine Hobbys lustig machen würde. Aber da habe ich sie wohl falsch beurteilt, was? Sag ihr bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Keine Sorge, dazu habe ich keinen Grund. Okay. Ja, danke, dass du das mit mir geteilt hast. Ich würde mich wahrscheinlich hassen, wenn ich nicht gelernt hätte, mich mit all meinen Eigenheiten anzunehmen. Jetzt halte ich irgendwie eine Art Vortrag. Aber ich bin froh, dass du so ein guter Zuhörer bist. Au! Ich habe jetzt keine Ahnung, was das jetzt war, aber okay. Das war jetzt wirklich so einfach so, yes, hi and bye und au. Okay, Leute, wir haben alle die Gedichte der anderen genommen. Ja, okay, Festival. Boom, boom. So, wir können das eigentlich gut überspringen, weil eigentlich der rote Shirt das gleiche, aber ja. So. Reciting the poems. Warum der Skip-Button nicht funktioniert, da ist mir fraglich. So, Sayori. So. So, dann ich und dann Natsuki. So, ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba. So, ba-da-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 ba-da
Mit Yuri nach Hause. Ja. Ist noch immer das gleiche. Wie es aussieht, habe ich da auch irgendwie das genau genutzt. Wenn das Kind nach Hause gehen, warum lässt der Gedanke daran meinen Herzschlag erschlagen? Ich meine, ich hätte Angst davor, was sie mir antun würde, wenn ich ihre Bitte ablehnen würde. Ist sie nicht so süß? Man kann nicht viel Spaß mit ihr haben. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Na, du hast zugegeben, oh Mann. Es gibt überhaupt keinen Sinn, über Dinge zu spekulieren, die eh nichts passieren werden. Na gut, vielleicht. Aber ich denke halt gerne darüber nach. Schon bald wirst du mich nicht mehr brauchen, weißt du? Dich brauchen. I'm scared. Sayori, ich habe keinen blassen Schimmer, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Entschuldige. Ja, jede ist anders. Und niemand im Club kann dich ersetzen. Wenn du meinst. Die anderen verstummt und hinterlässt mir ein komisches Gefühl im Magen. Aber es war ja eigentlich doch ihre eigene Schuld, mich mit so einem Gesetz zu überfallen. Ich kann sie einfach nicht anlügen. Ich will ihr niemals die Sachen nehmen, die sie glücklich macht. Darum sage ich auch, dass es keinen Sinn ergibt, will zu spekulieren. Woanders heißt es, das Festival schon in wenigen Tagen. Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Genug. So. So. Ernsthaft? Häschen. Rosa. Socken. Nee. Spieler. Ups. Farbe? Na, damit. Okay, Fantasy. Vanilla. Freunde, schon nicht Sonic, aber. Oh. Wir sagen mir, es gibt Buttonwork. Okay. Ah, schon. Gibt es da irgendwas Neues? Oh, neue Nebengeschichte. Ausgewogenheit mit Natsuki und Sayori. Oh, wir haben bald Natsuki und Yuri. Da. Habe ich nur Yuris zweites Gedicht. Natsuki. Irgendwas. Oh. Ich habe in Akt 1 alle drei Gedichte für Natsuki. Oh. Aha, von Natsuki ist für der Computergrafik wegen des Manga-Realismus und der allgemeinen Aufsicht. Es ist einfach schwierig, Natsuki im richtigen Video abzubilden. So. Nicht leicht. Ah. Okay, wir haben also noch drei haben wir noch da übrig. Hm. Die werden sicher bei den Nebengeschichten sein. Mail ist noch immer nichts da. Ja, noch mehr Suff. Und Hallöchen, Selina, wie geht es dir? So. Ich habe ein Gefühl, ich habe gerade irgendwas Schlimmes gemacht, was ich nicht hätte tun sollen. So. So, wieder. Wir können das alle ignorieren. Ja, Mon Ika. Hahaha. Wie? Was? Okay, Sayori. Hey du! Ja? Ich blick auf und sehe Natsuki neben mir stehen. Bleibst du einfach nur da sitzen und starrst weit ins Leere. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich werde außerdem natürlich so reden, weil
Sagen wir mal so. Es tut schon ein bisschen weh. Ah, tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst oder so. Ist ja nicht so, dass ich mich sorge. Ich wollte nur das geblickt an ihren Scheißseite hinab. Sie hat eine Mangelwand in ihrer Hand. Ah, stimmt ja. Ich musste nur kurz etwas erledigen, aber jetzt können wir losgehen. Ich werde dich nicht mehr länger warten lassen. Oh Mann, jetzt gibst du mir das Gefühl, voll daneben zu sein. Wenn dich irgendetwas bedrückt, dann sag mir doch, dass ich dich in Ruhe lassen soll. Das mache ich dann auch. Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass du nicht darüber reden willst oder so. Letzten Zeit nuschelt sich nur noch so vor sich hin. Na, ich mache wahrscheinlich einen Elefanten aus einer Mücke. Ich habe nur über Sayori nachgedacht, mehr nicht. Sayori? Was sie nachgedacht? You know what? Ich glaube, ich werde es allgemein für heute jetzt mal beenden, weil ist schon etwas spät. Also, hierhin. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem ganzen Stream. Außerdem, zum Glück, Selina, siehst du nicht, was ich aktiviert habe für bei den Channel Points. Das ist ja das noch nicht. Das ist doch sehr schön versteckt. Das kann man nicht sehen. Und nächster Stream morgen wird wie immer Alex Day sein. Also schön relaxen, wie Sunshine. Gehen. Und ja, einfach an einem Sonntag morgen einfach schön entspannen. Weil danach werde ich, nach dem Stream werde ich mich nämlich aufmachen, um nämlich den Geburtstag von einer Person zu feiern. Sagen wir mal das so, okay? So. Also ich schaue jetzt mal, wen können wir raiden? Wer ist gerade online? Das werde ich gerade nicht machen. So. Also, welche nette Person ist gerade online? Und streamt. Hallo, bitte öffnen. Ich mag nicht, wenn du hängst. Weil hängen ist nichts Gutes. So, was haben wir denn mal? Bei mich wäre eine bestimmte Sache noch. Die Person noch streamt? Kritisch, ja. Praktisch, nein. Anderes. Danke für das Wasser. Mal jemand Neues. Nein. Ah, ich habe die Person eigentlich noch nie geradet. Und ich schau mal, was die gerade macht. Nach der Werbung, die ich natürlich nicht überspringe, weil... Hey, Unterstützung. Das gleiche, was ihr auch machen könntet vielleicht. Also, falls ihr wollt. Weil zuschauen ist ja eigentlich schon Unterstützung genug. Oh. Macht ein bisschen Karaoke. Nice. Okay. Gut. Dann werde ich euch. Werde ich euch zur lieben Astra rüber reden. Und wir sehen uns dann alle morgen.
schön in der Früh. Euer Jarman.